heute Gottfried Keller Romeo und Julia auf dem Dorfe Diese Geschichte zu erzählen wird eine müßige Nachahmung sein, wenn sie nicht auf einem wirklichen Vorfall beruhte, zum Beweise, wie tief im Menschenleben jede jener Fabeln wurzelt, auf welche die großen alten Werke gebaut sind. Die Zahl solcher Fabeln ist mäßig, aber stets treten sie in neuem Gewande wieder in die Erscheinung und zwingen alsdann die Hand Sie festzuhalten. An dem schönen Flusse, der eine halbe Stunde entfernt an Seldwyl vorüberzieht, erhebt sich eine weitgedehnte Erdwelle und verliert sich, selber wohl bebaut, in der fruchtbaren Ebene. Fern an ihrem Fuße liegt ein Dorf, welches manche große Bauernhöfe enthält, und über die sanfte Ahnhöhe lagen vor Jahren drei prächtige lange Äcker weit hingestreckt, gleich drei riesigen Bändern nebeneinander. An einem sonnigen Septembermorgen pflügten zwei Bauern auf zwei in dieser Äcker und zwar auf jedem der beiden äußersten, der mittlere schien seit langen Jahren brach und wüst zu liegen, denn er war mit Steinen und hohem Unkraut bedeckt, und eine Welt von geflügelten Tierchen summte ungestört über ihm. Die Bauern aber, welche zu beiden Seiten hinter ihrem Pfluge gingen, waren lange, knochige Männer von ungefähr 40 Jahren und verkündeten auf den ersten Blick den sichern, gut besorgten Bauersmann. Sie trugen kurze Kniehosen von starkem Zwillig, an jedem jede Falte ihre unveränderliche Lage hatte und wie in Stein gemeißelt aussah. Wenn sie auf ein Hindernis stoßend den Pflug fester fassten, so zitterten die groben Hemdärmel von der leichten Erschütterung, indessen die wohlrasierten Gesichter ruhig und aufmerksam, aber ein wenig blinzelnd in den Sonnenschein vor sich hinschauten. Die Furche bemaßen oder wohl zuweilen sich umsahen, wenn ein fernes Geräusch die Stille des Landes unterbrach. Langsam und mit einer gewissen natürlichen Zierlichkeit setzten sie einen Fuß um den anderen vorwärts, und keiner sprach ein Wort, außer wenn er etwa dem Knechte, der die stattlichen Pferde antrieb, eine Anweisung gab. So glichen sie einander vollkommen in einiger Entfernung, denn sie stellen die ursprüngliche Art dieser Gegend dar, und man hätte sie auf den ersten Blick nur daran unterscheiden können, dass der eine den Zipfel seiner weißen Kappe nach vorn trug, der andere aber hinten im Nacken hängen hatte. Aber das wechselte zwischen ihnen ab, indem sie in der entgegengesetzten Richtung pflügten, denn wenn sie oben auf der Höhe zusammentrafen und einander vorüberkamen, so schlug dem, welcher gegen die frischen Ostwind ging, die Zipfelkappe nach hinten über, während sie bei dem anderen, der den Wind im Rücken hatte, sich nach vorn sträubte. Es gab auch jedesmal einen mittleren Augenblick, wo die schimmernden Mützen aufrecht in der Luft schwankten und wie zwei weiße Flammen gen Himmel züngelten. So pflügten beide ruhevoll, und es war schön anzusehen in der stillen, goldenen Septembergegend, wenn sie so auf der Höhe aneinander vorbeizogen, still und langsam und sich mählich voneinander entfernten immer weiter auseinander, bis beide wie zwei untergehende Gestirne hinter die Wölbung des Hügel Hügels hinabgingen und verschwanden, um eine gute Weile darauf wieder zu erscheinen. Wenn sie einen Stein in ihren Furchen fanden, so warfen sie denselben auf den Wüstenacker in der Mitte mit lässig kräftigem Schwung, was aber nur selten geschah, da derselbe schon fast mit allen Steinen belastet war, welche überhaupt auf den Nach Nachbaräckern zu finden gewesen. So war der lange Morgen zum Teil vergangen, als von dem Dorfe her ein kleines, artiges Fuhrwerklein sich näherte, welches kaum zu sehen war, als es begann, die gelinde Höhe heranzukommen. Das war ein grün bemaltes Kinderwägelchen, in welchem die Kinder der beiden Pflüger, ein Knabe und ein kleines Ding von Mädchen, gemeinschaftlich den Imbiss heranfuhren. Für jeden Teil lag ein schönes Brot in eine Serviette gewickelt, eine Kanne Wein mit Gläsern und noch irgendein Zutätchen in dem Wagen, welches die zärtliche Bäuerin für den fleißigen Meister mitgesandt, und außerdem waren dann noch verpackt allerlei seltsam gestaltete, angebissene Äpfel und Birnen, welche die Kinder am Wege aufgelesen, und eine völlig nackte Puppe mit nur einem Bein und einem verschmierten Gesicht, welche wie ein Fräulein zwischen den Broten saß und sich behaglich fahren ließ. Dies Fuhrwerk hielt nach manchem Anstoß und Aufenthalt endlich auf der Höhe im Schatten eines jungen Lindengebüsches, welches da am Rande des Feldes stand, und nun konnte man die beiden Fuhrleute näher betrachten. Es war ein Junge von sieben Jahren und ein Dirnchen von Fünfen, beide gesund und munter, und weiter war nichts auffällig an ihnen, als daß beide sehr hübsche Augen hatten und das Mädchen dazu noch eine bräunliche Gesichtsfarbe und ganz krause dunkle Haare welche ihm ein feuriges und treuherziges Ansehen gaben. Die Pflüger waren jetzt auch wieder von oben angekommen, steckten den Pferden etwas Klee vor und ließen die Pflüge in der halbvollendeten Furche stehen, während sie als gute Nachbarn sich zu dem gemeinschaftlichen Imbiss begaben und sich da zuerst begrüßten, denn bislang hatten sie sich noch nicht gesprochen an diesem Tage. Wie nun die Männer mit Behagen ihr Frühstück einnahmen und mit zufriedenem Wohlwollen den Kindern mitteilten, die nicht von der Stelle wichen, solange gegessen und getrunken wurde, ließen sie ihre Blicke in der Nähe und Ferne herumschweifen und sahen das Städtchen räucherig, glänzend in seinen Bergen liegen. Denn das reichliche Mittagsmahl, welches die Seldwyler alle Tage bereiteten, pflegte ein weithin scheinendes Silbergewölk über ihre Dächer emporzutragen, welches lachend an ihren Bergen hinschwebte. Die Lumpenhunde zu Seldwyl kochen wieder gut, sagte Manz, der eine der Bauern, und Marti, der andere, erwiderte Gestern war einer bei mir wegen des Ackers hier. Aus dem Bezirksrat? Bei mir ist er auch gewesen, sagte Manz. So? und meinte wahrscheinlich auch, du solltest das Land benutzen und den Herren die Pacht zahlen? Ja, bis es sich entschieden habe, wem der Acker gehöre und was mit ihm anzufangen sei. Ich habe mich aber bedankt, das verwilderte Wesen für einen andern herzustellen, und sagte, Sie sollten den Acker nur verkaufen und den Ertrag aufheben, bis sich ein Eigentümer gefunden, was wohl nie geschehen wird, denn was einmal auf der Kanzlei zu Seldwyl liegt, hat da gute Weile, und über dem ist die Sache schwer zu entscheiden. Die Lumpen möchten indes gar zu gern etwas zu naschen bekommen, und durch den Pachtzins, was sie freilich mit der Verkaufssumme auch tun könnten, allein wir würden uns hüten, dieselbe zu hoch hinaufzutreiben, und wir wüssten dann doch, was wir hätten und wem das Land gehört. Ganz so meine ich auch, und habe dem Steckleinspringer eine ähnliche Antwort gegeben. Sie schwiegen eine Weile, dann fing man's wiederum an. Schad ist es aber doch, dass der gute Boden so daliegen muß, es ist nicht zum Ansehen, das geht nun schon in die zwanzig Jahre so, und keine Seele fragt danach denn hier im Dorf ist niemand, der irgendeinen Anspruch auf den Acker hat, und niemand weiß auch, wo die Kinder des verdorbenen Trompeters hingekommen sind. Hm, sagte Marti, das wäre so eine Sache. Wenn ich den schwarzen Geiger ansehe, der sich bald bei den Heimatlosen aufhält, bald in den Dörfern zum Tanz aufspielt, so möchte ich darauf schwören, dass er ein Enkel des Trompeters ist, der freilich nicht weiß, dass er noch einen Acker hat. Was täte er aber damit? Ein Monat lang sich besaufen und dann nach wie vor. Zudem, wer dürfte da einen Wink geben, da man es doch nicht sicher wissen kann? Da könnte man eine schöne Geschichte anrichten, antwortete Manz. Wir haben so genug zu tun, diesen Geiger das Heimatsrecht in unserer Gemeinde abzustreiten, da man uns den Fetzel fortwährend aufhalsen will. Haben sich seine Eltern einmal unter die Heimatlosen begeben, so mag er auch dableiben und dem Kessel folgt das Geigelein streichen. Wie in aller Welt können wir wissen, dass er des Trompeters Sohnes Sohn ist. Was mich betrifft, wenn ich den Alten auch in dem dunklen Gesicht vollkommen zu erkennen glaube, so sage ich: Irren ist menschlich, und das geringste Fätzchen Papier, ein Stücklein von einem Taufschein, würde meinem Gewissen besser tun als zehn sündhafte Menschengesichter. Ah ja, sicherlich, sagte Marti. Er sagt zwar, er sei nicht schuld, dass man ihn nicht getauft habe, aber sollen wir unseren Taufstein tragbar machen und in den Wäldern herumtragen? Nein, er steht fest in der Kirche, und dafür ist die Totenware tragbar, die draußen an der Mauer hängt. Wir sind schon übervölkert im Dorf und brauchen bald zwei Schulmeister. Hiermit war die Mahlzeit und das Zwiegespräch der Bauern geendet, und sie erhoben sich, den Rest ihrer heutigen Vormittagszeit zu vollbringen. Die beiden Kinder hingegen, welche schon den Plan entworfen hatten, mit den Vätern nach Hause zu ziehen, zogen ihr Fuhrwerk unter dem Schutz der jungen Linden und begaben sich dann auf einen Streifzug in dem wilden Acker, da derselbe mit seinen Unkräutern, Kräutern, Stauden und Steinhaufen eine ungewohnte und merkwürdige Wildnis darstellte. Nachdem sie in der Mitte dieser grünen Wildnis einige Zeit hingewandert, Hand in Hand und sich daran belustigt, die verschlungenen Hände über die hohen Distelstauden zu schwingen, Ließen sie sich endlich im Schatten einer solchen nieder, und das Mädchen begann, seine Puppe mit den langen Blättern des Wegekrautes zu begleiten. bekleiden, so dass sie einen schönen, grünen und ausgezackten Rock bekam. Eine einsame, rote Mondblume, die da noch blühte, wurde ihr als Haube über den Kopf gezogen und mit einem Grase festgebunden, und nun sah die kleine Person aus wie eine Zauberfrau, besonders nachdem sie noch ein Halsband und einen Gürtel von kleinen roten Bärchen erhalten. Dann wurde sie hoch in die Stängel der Distel gesetzt und eine Weile mit vereinten Blicken angeschaut, bis der Knabe sie genugsam gesehen und mit einem Steine herunterwarf. Dadurch geriet aber ihr Putz in Unordnung und das Mädchen entkleidete sie schleunigst, um sie aufs neue zu schmücken. Doch als die Puppe eben wieder nackt und bloß war und nur noch der roten Haube sich erfreute, entriß der wilde Junge seiner Gefährtin das Spielzeug und warf es hoch in die Luft. Das Mädchen sprang klangend danach, allein der Knabe fing die Puppe zuerst wieder auf, warf sie aufs neue empor, und indem das Mädchen sie vergeblich zu haschen sich bemühte, neckte er es auf diese Weise eine gute Zeit. Unter seinen Händen aber nahm die fliegende Puppe Schaden, und zwar am Knie ihres einzigen Beines, allwo ein kleines Loch einige Kleiekörner durchsickern ließ. Kaum bemerkte der Peiniger dies Loch, so verhielt er sich mäuschenstill und war mit offenem Munde eifrig beflissen, das Loch mit seinen Nägeln zu vergrößern und dem Ursprung der Kleie nachzuspüren. Seine Stille erschien dem armen Mädchen höchst verdächtig, und es drängte sich hierzu und mußte mit Schrecken sein böses Beginn gewahren. Sieh mal, rief er und schlenkerte ihr das Bein vor der Nase herum daß ihr die Kleie ins Gesicht flog, und wie sie danach lang wollte und schrie und flehte, sprang er wieder fort und ruhte nicht eher, bis das ganze Bein dürr und leer herabhing, als eine traurige Hülse. Dann warf er das misshandelte Spielzeug hin und stellte sich höchst frech und gleichgültig, als die Kleine sich weinend auf die Puppe warf und dieselbe in ihre Schürze hüllte sie nahm sie aber wieder hervor und betrachtete wehselig die Ärmste, und als sie das Bein sah, fing sie abermals an, laut zu weinen, denn dasselbe hing an dem Rumpfe nicht anders, denn das Schwänzchen an einem Molche. Als sie gar so unbändig weinte, ward es dem Missetäter endlich etwas übel zumut, und er stand in Angst und Reue vor der Klagenden, und als sie dies bemerkte, hörte sie plötzlich auf und schlug ihn einige Mal mit der Puppe, und er tat, als ob es ihm wehtäte, und schrie Au, so natürlich, dass sie zufrieden war und nun mit ihm gemeinschaftlich die Zerstörung und Zerlegung fortsetzte. Sie bohrten Loch auf Loch in den Marterleib und ließen aller Enden die Kleie entströmen, welche sie sorgfältig auf einem flachen Steine zu einem Häufchen sammelten, umrührten und aufmerksam betrachteten. Das einzige Feste, das noch an der Puppe bestand, war der Kopf und musste jetzt vorzüglich die Aufmerksamkeit der Kinder erregen. Sie trennten ihn sorgfältig los von dem ausgequetschten Leichnam und guckten erstaunt in sein hohles Innere. Als sie die bedenkliche Höhlung sahen und auch die Kleie sahen, war es der nächste und natürliche Gedankensprung, den Kopf mit der Kleie auszufüllen, und so waren die Fingerchen der Kinder nun beschäftigt, um die wette Kleie in den Kopf zu tun, so dass zum ersten Mal in seinem Leben etwas in ihm steckte. Der Knabe mochte es aber immer noch für ein totes Wissen halten, weil er plötzlich eine große blaue Fliege fing und, die Summende zwischen beiden hohlen Händen haltend, dem Mädchen gebot, den Kopf von der Kleie zu entleeren. Hierauf wurde die Fliege eingesperrt und das Loch mit Gras verstopft. Die Kinder hielten den Kopf an die Ohren und setzten ihn dann feierlich auf einen Stein. Da er noch mit der roten Mohnblume bedeckt war, so glich der Tönende jetzt einem weißsagenden Haupte, und die Kinder lauschten in tiefer Stille seinen Kunden und Märchen, indessen sie sich umschlugen hielten. Aber jeder Prophet erweckt Schrecken und Undank. Das wenige Leben in dem dürftig geformten Bilde erregte die menschliche Grausamkeit in den Kindern, und es wurde beschlossen, das Haupt zu begraben. So machten sie ein Grab und legten den Kopf, ohne die gefangene Fliege, um ihre Meinung zu fragen, hinein und errichteten über dem Grab ein ansehnliches Denkmal von Feldstein dann empfanden sie einiges Grauen, da sie etwas Geformtes und Belebtes begraben hatten und entfernten sich ein gutes Stück von der unheimlichen Stätte. Auf einem ganz mit grünen Kräutern bedeckten Plätzchen, Plätzchen, legte sich das Dirnchen auf den Rücken, da es müde war, und begann in eintöniger Weise einige Worte zu singen, immer die nämlichen, und der Junge kauerte daneben und half, indem er nicht wusste, ob er auch vollends umfallen solle, so lässig und müßig war er. Die Sonne schien dem singenden Mädchen in den geöffneten Mund, beleuchtete dessen blendend weiße Zähnchen und durchschimmerte die runden Purpurlippen. Der Knabe sah die Zähne, und dem Mädchen den Kopf haltend und dessen Zähnchen neugierig untersuchend, rief er Rate, wie viele Zähne hat man? Das Mädchen besann sich einen Augenblick, als ob es reiflich nachzählte, und sagte dann aufs Geratewohl Hundert. Nein, zweiunddreißig, rief er. Wart, ich will einmal zählen. Zählte er die Zähne des Kindes, und weil er nicht 32 herausbrachte, so fing er immer wieder von Neuem an. Das Mädchen hielt lange still. Als aber der eifrige Zähler nicht zu Ende kam, raffte es sich auf und rief: Nun will ich deine zählen. Nun legte sich der Bursche hin ins Kaut, das Mädchen über ihn, umschlang seinen Kopf, er sperrte das Maul auf und es zählte: 1, 2, 7, 5, 2, 1, denn die kleine Schöne konnte noch nicht zählen. Der Junge verbesserte sie und gab ihr Anweisungen, wie sie zählen solle, und so fing auch sie unzählige Male von neuem an, und das Spiel schien ihnen am besten zu gefallen, von allem, was sie heute unternommen. Endlich aber sank das Mädchen ganz auf den kleinen Rechenmeister nieder, und die Kinder schliefen ein in der hellen Mittagssonne. Inzwischen hatten die Väter ihre Äcker fertig gepflügt und in frisch duftende, braune Fläche umgewandelt. Als nun mit der letzten Furche zu Ende gekommen, der Knecht, das einen halten wollte, rief sein Meister: Was hältst du? Kehr noch einmal um. Wir sind ja fertig, sagte der Knecht, halt's Maul und tu, wie ich dir sage, der Meister. Und sie kehrten um und rissen eine tüchtige Furchte, Furche in den mittleren herrenlosen Acker hinein, das Kraut und Steine flogen. Der Bauer hielt sich aber nicht mit der Beseitigung derselben auf, er mochte denken, hierzu sei noch Zeit genug vorhanden, und er begnügte sich, für heute die Sache nur aus dem Gröbsten zu tun. So ging es rasch die Höhe empor in sanftem Bogen, und als man oben angelangt und das liebliche Windeswehen eben wieder den Kappenzipfel des Mannes zurüberwarf, pflückte auf der anderen Seite der Nachbar vorüber, mit dem Zipfel nach vorn und schnitt ebenfalls eine ansehnliche Furche vom mittleren Acker. Dass die Schollen nur so zur Seite flogen. Jeder sah wohl, was der andere tat, aber keiner schien es zu sehen, und sie entschwanden sich wieder, indem jedes Sternbild still am anderen vorüberging und hinter diese runde Welt hinabtauchte. So gehen die Weberschiffchen des Geschickes aneinander vorbei, und was er webt, das weiß kein Weber. Es kam eine Ernte um die andere, und jede sah die Kinder größer und schöner und den herrenlosen Acker schmäler zwischen seinen breit gewordenen Nachbarn. Mit jenem Flügen verlor er hüben und drüben eine Furche, ohne dass ein Wort darüber gesprochen worden wäre, ohne dass ein Menschenauge den Frevel zu sehen schien. Die Steine wurden immer mehr zusammengedrängt und bildeten schon einen ordentlichen Grat auf der ganzen Länge des Ackers, und das wilde Gesträuch darauf war schon so hoch, dass die Kinder, obgleich sie gewachsen waren, sich nicht mehr sehen konnten, wenn eines dies und das andere jenseits ging. Denn sie gingen nun nicht mehr gemeinschaftlich auf das Feld, da der zehnjährige Sohn Salomon oder Sali, wie er genannt wurde, sich schon wacker auf Seite der größeren Burschen und der Männer hielt. Und das braune Frännchen, obgleich es ein feuriges Dähnchen war, mußte bereits unter der Obhut seines Geschlechts gehen, sonst wäre es von den anderen als ein Bubenmädchen ausgelacht worden. Dennoch nahm sie während jeder Ernte, wenn alles auf den Äckern war, einmal Gelegenheit, den wilden Steinkamm, der sie trennte, zu beseitigen. Besteinigen und sich gegenseitig von demselben herunterzustoßen. Wenn sie auch sonst keinen Verkehr miteinander hatten, so schien diese jährliche Zeremonie umso sorglicher gewahrt zu werden, als sonst nirgends die Felder ihrer Väter zusammenstießen. Indessen sollte der Acker doch endlich verkauft und der Erlös einstweilen amtlich aufgehoben werden. Die Versteigerung fand an Ort und Stelle statt, wo sich aber nur einige Gaffer einfanden, außer den Bauern Manz und Marti da niemand Lust hatte, das seltsame Stückchen zu erstehen und zwischen den zwei Nachbarn zu bebauen. Denn obgleich diese zu den besten Bauern des Dorfes gehörten und nichts weiter getan hatten, als was zwei Drittel der übrigen unter diesen Umständen auch getan haben würden, so sah man sie doch jetzt stillschweigend darum an, und niemand wollte zwischen ihnen eingeklemmt sein mit dem geschmälerten Waisenfelde. Die meisten Menschen sind fähig oder bereit, ein in den Lüften umgehendes Unrecht zu verüben, wenn sie mit der Nase darauf stoßen. So wie es aber von einem begangen ist, sind die übrigen froh, dass sie es doch nicht gewesen sind, dass die Versuchung nicht sie betroffen hat, und sie machen nun den Auserwählten zu dem Schlechtigkeitsmesser ihrer Eigenschaften und behandeln ihn mit zarter Scheu als einen Ableiter des Übels, der von den Göttern gezeichnet ist, während ihnen zugleich noch der Mund wässert nach den Vorteilen, die er dabei genossen. Manz und Marti waren also die einzigen, welche ernstlich auf den Acker boten. Nach einem ziemlich hartnäckigen Überbieten erstand ihnen Manz und er wurde ihm zugeschlagen. Die Beamten und die Gaffer verloren sich vom Felde. Die beiden Bauern, welche sich auf ihren Äckern noch zu schaffen gemacht, trafen beim Weggehen wieder zusammen und Marti sagte: Du wirst nun dein Land, das alte und das neue, wohl zusammenschlagen und in zwei gleiche Stücke teilen. Ich hätte es wenigstens so gemacht, wenn ich das Ding bekommen hätte. Ich werde es allerdings auch tun, antwortete Manz, denn als ein Acker würde mir das Stück zu groß sein. Doch was ich sagen wollte, ich habe bemerkt, dass du neulich noch am untern Ende dieses Ackers, der jetzt mir gehört, schräg hineingefahren bist und ein gutes Dreieck abgeschnitten hast. Du hast es vielleicht getan in der Meinung, du werdest das ganze Stück an dich bringen, und es sei dann sowieso dein. »Da es nun aber mir gehört, so wirst du wohl einsehen, dass ich eine solche ungehörige Einkrümmung nicht brauchen oder dulden kann und wirst nichts dagegen haben, wenn ich den Strich wieder grad mache. Streit wird das nicht abgeben sollen.« Marti erwiderte ebenso kaltblütig, als ihn manns angeredet hatte. »Ich sehe auch nicht, wo der Streit herkommen soll. Ich denke, du hast den Acker gekauft, wie er da ist. Wir haben ihn alle gemeinschaftlich besehen, und er hat sich seit einer Stunde nicht um ein Haar verändert.« »Larifari!« sagte Manz. Was früher geschehen, wollen wir nicht aufrühren. Was aber zu viel ist, ist zu viel, und alles muss zuletzt eine ordentliche, gerade Art haben. Diese drei Äcker sind von jeher so gerade nebeneinander gelegen, wie nach dem Richtscheid gezeichnet. Es ist ein ganz absonderlicher Spaß von dir, wenn du nun einen solchen lächerlichen und unvernünftigen Schnörkel dazwischen bringen willst, und wir beide würden einen Übernamen bekommen, wenn wir den krummen Züpfel da bestehen ließen. Er muss durchaus weg. Marti lachte und sagte: Du hast ja auf einmal eine merkwürdige Furcht vor dem Gespötte der Leute. Das lässt sich aber ja wohl machen. Mich geniert das Krumme gar nicht. Ärgert es dich? Gut, so machen wir es grad. Aber nicht auf meiner Seite. Das gebe ich dir schriftlich, wenn du willst. Rede doch nicht so spaßhaft, sagte Manz. Es wird wohl grad gemacht und zwar auf deiner Seite. Darauf kannst du Gift nehmen. Das werden wir ja sehen und erleben, sagte Marti. Und beide Männer gingen auseinander, ohne sich weiter anzublicken. Vielleicht starrten sie nach verschiedener Richtung ins Blaue hinaus, als ob sie da Wunder was für Mer Merkwürdigkeiten im Auge hätten, die sie betrachten müssten, mit Aufbietung aller ihrer Geisteskräfte. Schon am nächsten Tag schickte Manz einen Dienstbuben, ein Tagelöhnermädchen und sein eigenes Söhnchen Sali auf den Acker hinaus, um das wilde Unkraut und Gestrück gestrüpp auszureuten und auf Haufen zu bringen, damit nachher die Steine umso bequemer weggefahren werden könnten. Dies war eine Änderung in seinem Wesen, dass er den kaum elfjährigen Jungen, der noch zu keiner Arbeit angehalten worden, nun mit hinaussandte gegen die Einsprache der Mutter. Es schien, da er es mit ernsthaften und gesalbten Worten tat, als ob er mit dieser Arbeitsstrenge gegen sein eigenes Blut das Unrecht betäuben wollte, in dem er lebte und welches nun begann, seine Folgen ruhig zu entfalten. Das ausgesandte Völklein jetete inzwischen lustig an dem Unkraut und hackte mit Vergnügen an den wunderlichen Stauden und Pflanzen aller Art, die da seit Jahren wucherten. Denn da es eine außerordentliche, gleichsam wilde Arbeit war, bei der keine Regel und keine Sorgfalt erheischt wurde, so galt sie als eine Lust. Das wilde Zeug, an der Sonne gedörrt, wurde aufgehäuft und mit großem Jubel verbrannt, dass der Qualm weithin sich verbreitete und die Jungleutchen darin herumsprangen wie besessen. Dies war das letzte Freudenfest auf dem Unglücksfelde, und das junge Frännchen, Martis Tochter, kam auch hinausgeschlichen und half tapfer mit. Das Ungewöhnliche dieser Begebenheit und die lustige Aufregung gaben einen guten Anlass, sich seinem kleinen Jugendgespielen wieder einmal zu nähern. Und die Kinder waren recht glücklich und munter bei ihrem Feuer. Es kamen noch andere Kinder hinzu, und es sammelte sich eine ganze vergnügte Gesellschaft. Doch immer, sobald sie getrennt wurden, Suchte Sali alsobald wieder neben Fränchen zu gelangen, und dieses wusste desgleichen immer vergnügt lächelnd zu ihm zu schlüpfen, und es war beiden Kreaturen wie wenn dieser herrliche Tag nie enden müsste und könnte. Doch der alte Manns kam gegen Abend herbei, um zu sehen, was sie ausgerichtet, und obgleich sie fertig waren, so schalt er doch ob dieser Lustbarkeit und scheuchte die Gesellschaft auseinander. Zugleich zeigte sich Marty auf seinem Grund und Boden, und seine Tochter gewahrend, pfiff er derselben schrill und gebieterisch durch den Finger, dass sie erschrocken hineilte, und er gab ihr, ohne zu wissen, warum, einige Ohrfeigen, also dass beide Kinder in großer Traurigkeit und weinend nach Hause gingen, und sie wussten jetzt eigentlich so wenig, warum sie so traurig waren, als warum sie vorhin so vergnügt gewesen. Denn die Rauheit der Väter, an sich ziemlich neu, war von den arglosen Geschöpfen noch nicht begriffen und konnte sie nicht tiefer bewegen. Die nächsten Tage war es schon eine härtere Arbeit, zu welcher Mannsleute gehörten, als Manns die Steine aufnehmen und wegfahren ließ. Es wollte kein Ende nehmen, und alle Steine der Welt schienen dabei beisammen zu sein. Er ließ sie aber nicht ganz vom Felde wegbringen, sondern jede Fuhre auf jenem streitigen Dreieck abwerfen, welches von Marti schon säuberlich ungepflügt war. Er hatte vorher einen geraden Strich gezogen als Grenzscheide und belastete nun dies Fleckchen Erde mit allen Steinen, welche beide Männer seit unverdenklichen Zeiten herübergeworfen, so daß eine gewaltige Pyramide entstand, die wegzubringen sein Gegner bleiben lassen würde, dachte er. Marty hatte dies am wenigsten erwartet. Er glaubte, der andere werde nach alter Weise mit dem Pfluge zu Werke gehen wollen und hatte daher abgewartet, bis er ihn als Pflüger ausziehen sehe. Erst als die Sache schon beinahe fertig, hörte er von dem schönen Denkmal, welches Mann's da errichtete, rannte voll Wut hinaus, sah die Bescherung, rannte zurück und holte den Gemeindeammann, um vorläufig gegen den Steinhaufen zu protestieren und den Fleck gerichtlich in Beschlag nehmen zu lassen, und von diesem Tage an lagen die zwei Bauern im Prozess miteinander und ruhten nicht, ehe sie beide zugrunde gerichtet waren. Die Gedanken der sonst so wohlweisen Männer waren nun so kurz geschnitten wie Hexel. Der beschränkteste Rechtssinn von der Welt erfüllte jeden von ihnen, in dem keiner begreifen konnte noch wollte, wie der andere so offenbar unrechtmäßig und willkürlich den fraglichen, unbedeutenden Ackerzüpfel an sich reißen könne. Bei Manns kam noch ein wunderbarer Sinn für Symmetrie und parallele Linien hinzu, und er fühlte sich wahrhaft gekränkt durch den aberwitzigen Eigensinn, mit welchem Marty auf dem Dasein des unsinnigsten und mutwilligsten Schnörkels beharrte. Beide aber trafen zusammen in der Überzeugung, dass der andere den anderen so frech und plump übervorteilend ihn notwendig für einen verächtlichen Dummkopf halten müsse da man dergleichen etwa einem armen, haltlosen Teufel, nicht aber einem aufrechten, klugen und wehrhaften Manne gegenüber sich erlauben könne, und jeder sah sich in seiner wunderlichen Ehre gekränkt und gab sich rückhaltslos der Leidenschaft des Streites und dem daraus erfolgenden Verfalle hin, und ihr Leben glich fort an der träumerischen Qual zweier Verdammten, welche auf einem schmalen Brette, einen dunklen Strom hinabtreibend, sich befänden, in die Luft hauen und sich selber anpacken und vernichten, in der Meinung, sie hätten ihr Unglück gefasst. Da sie eine faule Sache hatten, so gerieten beide in die allerschlimmsten Hände von tausend Künstlern, welche ihre verdorbene Phantasie aufgetrieben zu ungeheuren Blasen, die mit den nichtsnutzigsten Dingen angefüllt wurden. Vorzüglich waren es die Spekulanten aus der Stadt Selt wieder, welchen dieser Handel ein gefundenes Essen war, und bald hatte jeder der Streitenden einen Anhang von Unterhändlern, Zuträgern und Ratgebern hinter sich, die alles bare Geld auf hundert Wegen abzuziehen wußten. Denn das Fleckchen Erde mit dem Steinhaufen darüber, auf welchem bereits wieder ein Wald von Nesseln und Disteln blühte, war nur noch der erste Keim oder der Grundstein einer verworrenen Geschichte und Lebensweise, in welcher die zwei Fünfzigjährigen noch neue Gewohnheiten und Sitten, Grundsätze und Hoffnungen annahmen, als sie bisher geübt. Je mehr Geld sie verloren, desto sehnsüchtiger wünschten sie, welches zu haben, und je weniger sie besaßen, desto hartnäckiger dachten sie, reich zu werden und es dem andern zuvorzutun. Sie ließen sich zu jedem Schwindel verleiten und setzten auch Jahr aus, Jahr ein in alle fremden Lotterien, deren Lo Lose massenhaft in Seldwyla zirkulierten. Aber nie bekamen sie einen Taler Gewinn zu Gesicht, sondern hörten nur immer vom Gewinnen anderer Leute und wie sie selbst beinahe gewonnen hätten, indessen diese Leidenschaft ein regelmäßiger Geldabfluss für sie war. Bisweilen machten sich die Selviler einen Spaß, beide Bauern, ohne ihr Wissen am gleichen Dose teilnehmen zu lassen, so daß beide die Hoffnung auf Unterdrückung und Vernichtung des Andern auf einen und dasselbe lossetzten. Sie brachten die Hälfte ihrer Zeit in der Stadt zu, wo jeder in einer Spelunke sein Hauptquartier hatte, sich den Kopf heiß machen und zu den lächerlichsten Ausgaben und einem elenden und ungeschickten Schlemmen verleiten ließ, bei welchen ihm heimlich doch selber das Herz blutete. Also dass beide, welche eigentlich nur in diesem Hader lebten, um für keine Dummköpfe zu gelten, nun solche von der besten Sorte darstellten und von jedermann dafür angesehen wurden. Die andere Hälfte der Zeit lagen sie verdrossen zu Hause oder gingen ihrer Arbeit nach, wobei sie dann, durch ein tolles, böses Überhasten und Antreiben, das Versäumte einzuholen suchten und damit jeden ordentlichen und zuverlässigen Arbeiter verscheuchten so ging es gewaltig rückwärts mit ihnen, und ehe zehn Jahre vorüber steckten sie beide von Grund aus in Schulden und standen wie die Störche auf einem Beine auf der Schwelle ihrer Besitztümer, von der jeder Luftshauch sie herunterwehte. Aber wie es ihnen auch erging, der Hass zwischen ihnen wurde täglich größer, da jeder den anderen als den Urheber seines Unsterns betrachtete, als seinen Erbfeind und ganz unvernünftigen Widersacher, den der Teufel absichtlich in die Welt gesetzt habe, um ihn zu verderben sie spielen aus wenn sie sich nur von weitem sahen kein glied ihres hauses durfte mit frau kind oder gesinde des andern ein wort sprechen bei vermeidung der gröbsten misshandlungen ihre weiber verhielten sich verschieden bei dieser verarmung und verschlechterung des ganzen wesens die frau des marti welcher von guter art war hielt den verfall nicht aus härmte sich ab und starb ehe ihre tochter 14 jahre alt war die Frau des Manns hingegen bequemte sich der veränderten Lebensweise an, und, um sich als eine schlechte Genossin zu entfalten, hatte sie nichts zu tun, als einigen weiblichen Fehlern, die ihr von jeher angehaftet, den Zügel schießen zu lassen und dieselben zu Lastern auszubilden. Ihre Naschhaftigkeit wurde zu wilder Begehrlichkeit, ihre Zungenfertigkeit zu einem grundfalschen und verlogenen Schmeichel und Verleumdungswesen, mit welchem sie jeden Augenblick das Gegenteil von dem sagte, was sie dachte, alles hintereinander hetzte und ihrem eigenen Manne wie ein X für ein U vormachte. Ihre ursprüngliche Offenheit, mit der sie sich der unschuldigeren Plauderei erfreut, bat nun zur abgehärteten Schamlosigkeit, mit der sie jenes falsche Wesen betrieb, und so, statt unter ihrem Manne zu leiden, drehte sie ihm eine Nase. Wenn er es arg trieb, so machte sie es bunt, ließ sich nichts abgehen und gedieh zu der dicksten Blüte einer Vorsteherin des zerfallenden Hauses. So war es nun schlimm bestellt, um die armen Kinder, welche weder eine gute Hoffnung für ihre Zukunft fassen konnten, noch sich auch nur einer lieblich frohen Jugend erfreuten, da überall nichts als Zank und Sorge war. Fräntchen hatte anscheinend einen schlimmeren Stand als Sali, da seine Mutter tot und das Einsam in einem wüsten Hause der Tyrannei eines verwilderten Vaters anheim gegeben war. Als es sechzehn Jahre zählte, war es schon ein schlank gewachsenes, ziervolles Mädchen. Seine dunkelbraunen Haare ringelten sich unablässig fast bis über die blitzenden braunen Augen. Dunkelrotes Blut durchschimmerte die Wangen des bräunlichen Gesichts und glänzte als tiefer Purpur auf den frischen Lippen, wie man es selten sah, und was dem dunklen Kinder ein eigentümliches Ansehen und Kennzeichen gab. Feurige Lebensluft und Fröhlichkeit zitterten in jeder Fieber dieses Wesens. Es lachte. Und war aufgelegt zu Scherz und Spiel, wenn das Wetter nur im Mindesten lieblich war, das heißt, wenn es nicht zu sehr gequält wurde und nicht zu viel Sorgen ausstand. Diese plagten es aber häufig genug, denn nicht nur hatte es den Kummer und das wachsende Elend des Hauses mitzutragen, sondern es musste noch sich selber in Acht nehmen und mochte sich gern halbwegs ordentlich und reinlich kleiden, ohne dass der Vater ihm die geringsten Mittel dazu geben wollte. So hatte Fränchen die größte Not, ihre anmutige Person einigermaßen auszustaffieren, sich ein allerbescheidstes Sonntagskleid zu erobern und einige bunte, fast wertlose Halstüchelchen zusammenzuhalten. Darum war das schöne, wohlgemute junge Blut in jeder Weise gedemütigt und gehemmt und konnte am wenigsten der Hoffart anheimfallen überdies hatte es bei schon erwachsenem verstande das leiden und den tod seiner mutter gesehen und dies andenken war ein weiterer zügel der seinem lustigen und feurigen wesen angelegt war so daß es nun höchst lieblich unbedenklich und rührend sich ansah wenn trotz alledem das gute kind bei jedem sonnenblick sich ermunterte und zum lächeln bereit war sally erging es nicht so hart auf den ersten anschein denn er war nun ein hübscher und kräftiger junger Bursche, der sich zu wehren wusste und dessen äußere Haltung wenigstens eine schlechte Behandlung von selbst unzulässig machte. Er sah wohl die üble Wirtschaft seiner Eltern und glaubte sich erinnern zu können, dass es einst nicht so gewesen, ja, er bewahrte noch das frühere Bild seines Vaters wohl in seinem Gedächtnisse als eines festen, klugen und ruhigen Bauers, desselben Mannes, den er jetzt als einen grauen Narren, Händelführer und Müßiggänger vor sich sah, der mit Toben und Prahlen auf hundert törichten und verfänglichen Wegen wandelte und mit jeder Stunde rückwärts ruderte wie ein Krebs. Wenn ihm nun dies missfiel und ihn dort mit Scham und Kummer erfüllte, während es seiner Unerfahrenheit nicht klar war, wie die Dinge so gekommen, so wurden seine Sorgen wieder betäubt durch die Schmeichelei, mit der ihn die Mutter behandelte. Denn um in ihrem Unwesen ungestörter zu sein und einen guten Parteigänger zu haben, auch um ihrer Großtuerei zu genüsen, genügen ließ sie ihm zukommen, was er wünschte, kleidete ihn sauber und prahlerisch und unterstützte ihn in allem, was er zu seinem Vergnügen vornahm. Er ließ sich dies gefallen ohne viel Dankbarkeit, da ihm die Mutter viel zu viel dazu schwatzte und log, und indem er so wenig Freude daran empfand, tat er lässig und gedankenlos, was ihm gefiel, ohne dass dies jedoch etwas Übles war, weil er für jetzt noch unbeschädigt war von den Beispielen der Alten und das jugendliche Bedürfnis fühlte, im Ganzen einfach ruhig und leidlich tüchtig zu sein. Er war ziemlich genau so, wie sein Vater in diesem Alter gewesen war, und dieses flößte demselben eine unwillkürliche Achtung vor dem Sohne ein, in welchem er mit verwirrtem Gewissen und gepeinigter Erinnerung seine eigene Jugend achtete. Trotz dieser Freiheit, welche Sali genoss, ward er seines Lebens doch nicht froh und fühlte wohl, wie er nichts Rechtes vor sich hatte und ebenso wenig etwas Rechtes lernte, da von einem zusammenhängenden und vernunftgemäßen Arbeiten in Mansons Hause längst nicht mehr die Rede war. Sein bester Trost war daher, stolz auf seine Unabhängigkeit und einstweilige Unbescholtenheit zu sein, und in diesem Stolze ließ er die Tage trotzig verstreichen und wandte die Augen von der Zukunft ab. Der einzige Zwang, dem er unterworfen, war die Feindschaft seines Vaters gegen alles, was Marti hieß und an diesen erinnerte. Doch wusste er nichts anderes, als dass Marti ihm seinem Vater Schaden zugefügt und dass man in dessen Hause ebenso feindlich gegen gesinnt sei und es fiel ihm daher nicht schwer weder den marti noch seine tochter anzusehen und seinerseits auch einen angehenden doch ziemlich zahmen feind vorzustellen Fräntchen hingegen welches mehr dulden mußte als sali und in seinem hause viel verlassener war fühlte sich weniger zu einer förmlichen feindschaft aufgelegt und glaubte sich nur verachtet von dem wohlgekleideten und scheinbar glücklicheren sali Deshalb verbarg sie sich vor ihm, und wenn er irgendwo nur in der Nähe war, so entfernte sie sich eilig, ohne dass er sich die Mühe gab, ihr nachzublicken. So kam es, dass er das Mädchen schon seit ein paar Jahren nicht mehr in der Nähe gesehen und gar nicht wusste, wie es aussah, seit es herangewachsen. Und doch wunderte es ihn zuweilen ganz gewaltig, und wenn überhaupt von den Martis gesprochen wurde, so dachte er unwillkürlich nur an die Tochter, deren jetziges Aussehen ihm nicht deutlich und deren Andenken ihm gar nicht verhaßt war. Doch war sein Vater Manns nun der erste von den beiden Feinden, der sich nicht mehr halten konnte und von Haus und Hof springen musste. Dieser Vortritt rührte daher, dass er eine Frau besaß, die ihm geholfen, und einen Sohn, der doch auch einiges mitbrauchte. Während Marti der einzige Ver Verzehrer war in seinem wackeligen Königreich und seine Tochter durfte wohl arbeiten wie ein Haustierchen, aber nichts gebrauchen. Manz aber wusste nichts anderes anzufangen, als auf den Rat seiner Seldwyler Gönner in die Stadt zu ziehen und um da sich als Wirt aufzutun. Es ist immer betrüblich anzusehen, wenn ein ehemaliger Landmann, der auf dem Felde alt geworden ist, mit den Trümmern seiner Habe in eine Stadt zieht und da eine Schenke oder Kneipe auftut, um als letzten Rettungsanker den freundlichen und gewandten Wirt zu machen, während es ihm nichts weniger als freundlich zumut ist. Als die Manzens vom Hof zogen, sah man erst, wie arm sie bereits waren. Denn sie luden alten und zerfallenden Hausrat auf, dem man es ansah, daß seit vielen Jahren nichts erneuert und angeschafft worden war. Die Frau legte aber nichtsdestominder ihren besten Staat an, als sie sich oben auf die Gerümpelfuhre setzte und machte ein Gesicht voller Hoffnung, als künftige Stadtfrau schon mit Verachtung auf die Dorfgenossen herabsehend, welche voll Mitleid hinter den Hecken hervor dem bedenklichen Zuge zuschauten. Denn sie nahm sich vor, mit ihrer Liebenswürdigkeit und Klugheit die ganze Stadt zu bezaubern, und was ihr versimpelter Mann nicht machen könne, das wolle sie schon ausrichten, wenn sie nur erst einmal als Frau Wirtin in einem stattlichen Gasthofe säße. Dieser Gasthof bestand aber in einer trübseligen Winkelschenke, in einem abgelegenen, schmalen Gästchen, Gästchen auf der eben ein anderer zugrunde gegangen war, und welche die Selt dem Manns verpachteten, da er noch einige hundert Taler einzuziehen hatte. Sie verkauften ihm auch ein paar Fässchen angemachten Weines und das Wirtschaftsmobilar, das aus einem Dutzend weißen, geringen Flaschen, ebenso viel Gläser und einige tannen Tischen und Bänken bestand, welche einst blutrot angestrichen gewesen und jetzt vielfältig abgescheuert waren. Vor dem Fenster knarrte ein eisener Reifen in einem Haken, und in dem Reifen schenkte ein blecherne Hand Rotwein aus einem Schöppchen in ein Glas. Überdies hing ein verdorrter Busch von Stechpalmen über der Haustüre, was Manns alles mit in die Pacht bekam. Um deswillen Willen war er nicht so wohlgemut wie seine Frau, sondern trieb mit schlimmer Ahnung und voll Ingrimm die mageren Pferde an, welche er vom neuen Bauern geliehen. Das letzte schäbige Knechtchen, das er gehabt, hatte ihn schon seit einigen Wochen verlassen. Als er solcherweise abfuhr, sah er wohl, wie Marti voll Hohn und Schadenfreude sich unfern der Straße zu schaffen machte. Fluchte ihm und hielt denselben für den alleinigen Urheber seines Unglücks. Sali aber, sobald das Fuhrwerk im Gange war, beschleunigte seine Schritte, eilte voraus und ging allein auf Seitenwegen nach der Stadt. Da wären wir, sagte Manns, als die Fuhre vor dem Spelunkelein anhielt. Die Frau erschrak darüber, denn das war in der Tat ein trauriger Gasthof. Die Leute traten auf eilfertig unter die Fenster und vor die Häuser, um sich den neuen Bauernwirt anzusehen, und machten mit ihrer seldwyder Überlegenheit mitleidig spöttische Gesichter. Zornig und mit nassen Augen kletterte die Manzin vom Wagen herunter und lief ihre Zunge vorläufig wetzend in das Haus, um sich heute vornehm nicht wieder blicken zu lassen, denn sie schämte sich des schlechten Gerätes und der verdorbenen Betten, welche nun abgeladen wurden. Sali schämte sich auch. Aber er musste helfen und machte mit seinem Vater einen seltsamen Verlag in dem Gässchen, auf welchem alsbald die Kinder der Verliebten herumsprangen und sich über das verlumpte Bauernpark lustig machten. Im Hause aber sah es noch trübseliger aus und es glich einer vollkommenen Räuberhöhle. Die Wände waren schlecht geweißtes feuchtes Mauerwerk. Außer der dunklen, unfreundlichen Gaststube mit ihren ehemals blutroten Tischen waren nur noch ein paar schlechte Kämmerchen da und überall hatte der ausgezogene Vorgänger den trostlosesten Schmutz und Kehricht zurückgelassen. So war der Anfang, und so ging es auch fort. Während der ersten Wochen kam besonders am Abend wohl hin und wieder ein Tisch voll Leute aus Neugierde, den Bauernwirt zu sehen, und ob es da vielleicht einigen Spaß absetzte. Am Wirt hatten sie nicht viel zu betrachten, denn Manns war ungelenkt, starr, unfreundlich und melancholisch, und wusste sich gar nicht zu benehmen, wollte es auch nicht wissen. Er füllte langsam und ungeschickt die Schöpfchen, stellte sie mürrisch vor die Gäste und versuchte etwas zu sagen, brachte aber nichts heraus. Desto eifriger warf sich nun seine Frau ins Geschirr und hielt die Leute wirklich einige Tage zusammen, aber in einem ganz anderen Sinne, als sie meinte. Die ziemlich dicke Frau hatte sich eine eigene Haustracht zusammengesetzt, in der sie unwiderstehlich zu sein glaubte. Zu einem leinen, ungefärbten Landrock trug sie einen alten, grünseidenen Spenser, eine baumwollene schürze und einen schlimmen weißen halskragen von ihrem nicht mehr dichten haar hatte sie an den schläfen possierliche schnecken gewickelt und in das töpfchen hinten einen hohen kamm gesteckt so schwänzelte und tänzelte sie mit angestrengter anmut herum spitzte lächerlich das maul das es süß aussehen sollte hüpfte elastisch an die tische hin und das glas unter den teller mit gesalzenem käse hinsetzend sagte sie lächelnd so 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 soli herrlich herrlich ihr herren und solches dummes Zeug mehr. Denn obwohl sie sonst eine geschliffene Zunge hatte, so wusste sie jetzt doch nichts Gescheites vorzubringen, da sie fremd war und die Leute nicht kannte. Die Seldwieder von der schlechtesten Sorte, die da hockten, hielten die Hand vor den Mund, wollten vor Lachen ersticken, stießen sich unter dem Tisch mit den Füßen und sagten: Potztausig, das ist ja eine herrliche, eine himmlische, sagte ein anderer. Beim ewigen Hagel, Hagel, es ist der Mühe wert, hierher zu kommen, so eine haben wir lang nicht gesehen. Ihr Mann bemerkte das wohl mit finstern Blicke. Er gab ihr einen Stoß in die Rippen und flüsterte, »Du alte Kuh, was machst du denn?« »Störe mich nicht«, sagte sie unwillig, »du alter Tolpatsch, Siehst du nicht, wie ich mir Mühe gebe und mit den Leuten umzugehen weiß? Das sind aber nur Lumpen von deinem Anhang. Lass mich nur machen, ich will bald fürnehmere Kundschaft hier haben.« Dies alles war beleuchtet von einem oder zwei dünnen Talglichten. Sali, der Sohn, aber ging hinaus in die dunkle Küche, setzte sich auf den Herd und weinte über Vater und Mutter. Die Gäste hatten aber das Schauspiel bald satt, welches ihnen die gute Frau Manns gewährte, und blieben wieder, wo es ihnen wohler war, und sie über die wunderliche Wirtschaft lachen konnten. Nur dann und wann erschien ein Einzelner, der ein Glas trank und die Wände angähnte, oder es kam ausnahmsweise eine ganze Bande, die armen Leute mit einem vorübergehenden Trubel und Lärm zu täuschen. Es ward ihnen Angst und Bange, in dem engen Mauerwinkel, wo sie kaum die Sonne sahen, und Manns, welcher sonst gewohnt war, tagelang in der Stadt zu liegen, fand es jetzt unerträglich zwischen diesen Mauern. Wenn er an die freie Weite der Felder dachte, so stierte er finster brütend an die Decke oder auf den Boden, lief unter die enge Haustür und wieder zurück, da die Nachbarn den bösen Wirt, wie sie ihn schon nannten, angafften. Nun dauerte es aber nicht mehr lange, und sie verarmten gänzlich und hatten gar nichts mehr in der Hand. Sie mussten um etwas zu essen warten, bis einer kam und für wenig Geld etwas von dem noch vorhandenen Wein verzehrte, und wenn er eine Wurst oder dergleichen begehrte, so hatte sie oft die größte Angst und Sorge, dieselbe beizutreiben. Bald hatten sie auch den Wein nur noch in einer großen Flasche verborgen, die sie heimlich in einer anderen Kneipe füllen ließen, und so sollten sie nun die Wirte machen, ohne Wein und Brot und freundlich sein, ohne ordentlich gegessen zu haben. Sie waren beinahe froh, wenn nur niemand kam und hockten so in ihrem Kneipchen, ohne leben noch sterben zu können. Als die Frau diese traurigen Erfahrungen machte, zog sie den grünen Spenser wieder aus und nahm abermals eine Veränderung vor, indem sie nun, wie früher die Fehler, so nun einige weibliche Tugenden aufkommen ließ und mehr ausbildete, da Not an den Mann ging. Sie übte Geduld und suchte, den Alten aufrecht zu erhalten und den Jungen zum Guten anzuweisen, sie opferte sich vielfältig in allerlei Dingen, kurz, sie übte in ihrer Weise eine Art von wohltätigem Einfluss, der zwar nicht weit reichte und nicht viel besserte, aber immerhin besser war als gar nichts oder als das Gegenteil und die Zeit wenigstens verbringen half, welche sonst viel früher hätte brechen müssen für diese Leute. Sie wusste manchen Rat zu geben, nunmehr in erbärmlichen Dingen, nach ihrem Verstande, und wenn der Rat nicht zu taugen schien und fehlschlug, so ertrug sie willig den Grimm der Männer, kurzum. Sie tat jetzt alles, da sie alt war, was besser gedient hätte, wenn sie es früher geübt. Um wenigstens etwas Beißbares zu erwerben und die Zeit zu verbringen, verlegten sich Vater und Sohn auf die Fischerei, das heißt mit der Angelrute, soweit es jeden erlaubt war, sie in den Fluss zu hängen. Dies war auch eine Hauptbeschäftigung der Selt wieder, nachdem sie verliert hatten. Bei günstigem Wetter, wenn die Fische gern anbissen, sah man sie dutzendweise hinauswandern mit Rute und Eimer, und wenn man an den Ufern des Flusses wandelte, hockte alle Spanne lang einer, der angelte. Der eine in einem langen braunen Bürgerrock, die bloßen Füße im Wasser, der andere in einem spitzen blauen Frack, auf einer alten Weide stehend, den alten Filz schief auf dem Ohre. Weiterhin angelte gar einer in zerrissenem großblumigen Schlafrock der er keinen andern mehr besaß, die lange Pfeife in der einen, die Rute in der anderen Hand, und wenn man um eine Krümmung des Flusses bog, stand ein alter, kahlköpfiger Dickbauch, faselnagt auf einem Stein und angelte. Dieser hatte, trotz des Aufenthaltes am Wasser, so schwarze Füße, dass man glaubte, er habe die Stiefel anbehalten. Jeder hatte ein Töpfchen oder ein Schächtelchen neben sich, in welchem Regenwürmer wimmelten, nachdem sie zu andern Stunden zu graben pflegten. Wenn der Himmel mit Wolken bezogen und es ein schwüles, dämmeriges Wetter war, welches Regen verkündete, so standen diese Gestalten am zahlreichsten an dem ziehenden Strome, regungslos gleich einer Galerie von Heiligen oder Prophetenbildern. Achtlos zogen die Landleute mit Vieh und Wagen an ihn vorüber, und die Schiffe auf dem Fluss sahen sie nicht an, während sie leise murrt, murrten über die störenden Schiffe. Wenn man Manns vor zwölf Jahren, als er mit einem schönen Gespann pflügte, auf dem Hügel über dem Ufer geweissagt hätte, er würde sich einst zu diesen wunderlichen Heiligen gesellen und gleich ihnen Fische fangen, so wäre er nicht übel aufgefahren. Auch eilte er jetzt hastig an ihnen vorüber, hinter ihren Rücken und alte stromaufwärts, gleich einen eigensinnigen Schatten der Unterwelt, der sich zu seiner Verdammnis ein bequemes, einsames Plätzchen sucht, an den dunklen Wässern mit der Angelrute zu stehen, hatten er und sein Sohn indessen keine Geduld, und sie erinnerten sich der Art, wie die Bauern auf manche andere Weise etwa Fische fangen, wenn sie übermütig sind, besonders mit den Händen in den Bächen. Daher nahmen sie die Ruten nur zum Schein mit und gingen an den Borden der Bäche hinauf, wo sie wussten, dass es teure und gute Forellen gab. Dem auf dem Lande zurückgebliebenen Marti ging es inzwischen auch immer schlimmer, und es war ihm höchst langweilig dabei, sodass er anstatt auf seinem vernachlässigten Felde zu arbeiten ebenfalls auf das Fischen verfiel und tagelang im Wasser herumplätscherte. Frenchen durfte nicht von seiner Seite und musste ihm Eimer und Geräte nachtragen durch nasse Wiesengründe, durch Bäche und Wassertümpel aller Art, bei Regen und Sonnenschein, indessen sie das Notwendigste zu Hause liegen lassen musste denn es war sonst keine seele mehr da und wurde auch keine gebraucht da marti das meiste land verloren hatte und nur noch wenige äcker besaß die er mit seiner tochter liederlich genug oder gar nicht bebaute so kam es daß als er eines abends einen ziemlich tiefen und reißenden bach entlangging in welchen die forellen fleißig sprangen da der himmel voll gewitterwolken hing er unverhofft auf seinen feind manns traf der an dem anderen ufer daherkam Sobald er ihn sah, stieg ein schrecklicher Groll und Hohn in ihm auf. Sie waren sich seit Jahren nicht so nahe gewesen, ausgenommen vor den Gerichtsschranken, wo sie nicht schelten durften, und Marti rief jetzt voll Grimm Was tust du hier, du Hund? Kannst du nicht in deinem Lotterneste bleiben, du wieder lumpen Lumpenhund? Wirst nächstens wohl auch kommen, du Schelm, rief Manz. Fische fängst du ja auch schon und wirst deshalb nicht viel mehr zu versäumen haben. Schweig, du Galgenhund, schrie, schrie Marti, da hier die Wellen des Bachs stärker rauschten, »Du hast mich ins Unglück gebracht!« Und da jetzt auch die Weiden am Bache gewaltig zu rauschen anfingen, im aufgehenden Wetterwind, so mußte Manz noch lauter schreien. »Wenn dem nur so wäre, so wollte ich mich freuen, du elender Tropf!« »O du Hund!« schrie Mati herüber, und Manz hinüber. »O du Kalb! Wie dumm tust du!« Und jener sprang wie ein Tiger den Bach entlang und suchte herüberzukommen. Der Grund, warum er, der wütendere war, lag in seiner Meinung, dass Mans als Wirt wenigstens genug zu essen und zu trinken hätte und gewissermaßen ein kurzweiliges Leben führe, während es ungerechterweise ihm so langweilig wäre auf seinem zertrümmerten Hofe. Mans schritt indessen auch grimmig genug an der anderen Seite hin, hinter ihm sein Sohn, welcher statt auf den bösen Streit zu hören, neugierig und verwundert nach Fränzchen hinübersah welche hinter ihrem Vater ging, vor Scham in die Erde sehend, dass ihr die braunen krausen Haare ins Gesicht fielen. Sie trug einen hölzernen Fischeimer in der einen Hand, in der anderen hatte sie Schuhe und Strümpfe getragen und ihr Kleid der Nässe wegen aufgeschürzt. Seit aber Sali auf der anderen Seite ging, hatte sie es schamhaft sinken lassen und war nun dreifach belästigt und gequält, da sie all das Zeug tragen, den Rock zusammenhalten und des Streites wegen sich grämen musste. Hätte sie aufgesehen und nach Sali geblickt? so würde sie entdeckt haben, dass er weder vornehm noch sehr stolz mehr aussah und selbst bekümmert genug war. Während Frännchen so ganz beschämt und verwirrt auf die Erde sah und Sali nur diese in allem elende, schlanke und anmutige Gestalt im Auge hatte, die so verlegen und demütig dahinschritt, beachteten sie gar, gar nicht, wie ihre Väter still geworden, aber mit verstärkter Wut, einem hölzernen Stege zu eilten, der in kleiner Entfernung über den Bach führte und eben sichtbar wurde. Es fing an zu blitzen und erleuchtete seltsam die dunkle, melancholische Wassergegend. Es donnerte auch in den grauschwarzen Wolken mit dumpfem Grolle und schwere Regentropfen fielen, als die verwilderten Männer gleichzeitig auf die schmale, unter ihren Tritten schwankende Brücke stürzten, sich gegenseitig packten und die Fäuste in die vor Zorn und ausbrechendem Kummer bleichen zitternden Gesichter schlugen. Es ist nichts Anmutiges und nichts weniger als artig, wenn sonst gesetzte Menschen noch in den Fall kommen, aus Übermut, Unbedacht oder Notwehr unter allerhand Volk, das sie nicht näher berührt, Schläge auszuteilen oder welche zu bekommen. Allein dies ist eine harmlose Spielerei gegen das tiefe Elend, das zwei alte Menschen überwältigt, die sich wohl kennen und seit lange kennen, wenn diese aus innerster Feindschaft und aus dem Gange einer ganzen Lebensgeschichte heraus sich mit nackten Händen anfassen und mit Fäusten schlagen so taten jetzt diese beiden ergrauten Männer vor fünfzig Jahren vielleicht hatten sie sich als Buben zum letzten Mal gerauft dann aber fünfzig Jahre lang mit keiner Hand mehr berührt ausgenommen in ihrer guten Zeit wo sie sich etwa zum Große die Hände geschüttelt und auch dies nur selten bei ihrem trockenen unsicheren Wesen nachdem sie ein oder zweimal geschlagen hielten sie inne und rangen still zitternd miteinander nur zuweilen aufstöhnend und elendiglich knirschend und einer suchte den anderen über das knackende Geländer ins Wasser zu werfen Jetzt waren aber auch ihre Kinder nachgekommen und sahen den erbärmlichen Auftritt. Sali sprang eines Satzes heran, um seinem Vater beizustehen und ihm zu helfen, dem gehassten Feinde den Garaus zu machen, der ohnehin der schwächere schien und eben zu unterlegen drohte. Aber auch Fränchen sprang alles wegwerfend mit einem langen Aufschrei herzu und umklammerte ihren Vater, um ihn zu schützen, während sie ihn dadurch nur hinderte und beschwerte. Tränen strömten aus ihren Augen, und sie sah flehend den Sali an, der im Begriff war, ihren Vater ebenfalls zu fassen und vollends zu überwältigen. Unwillkürlich legte er aber seine Hand an seinen eigenen Vater und suchte denselben mit festem Arm vor dem Gegner loszubringen und zu beruhigen, sodass der Kampf eine kleine Weile ruhte oder vielmehr die ganze Gruppe unruhig hin und her drängte, ohne auseinanderzukommen. Darüber waren die jungen Leute, sich mehr zwischen die alten schiebend, in dichte Berührung gekommen, und in diesem Augenblicke erhellte ein Wolkenriss, der den grellen Abendschein durchließ, das nahe Gesicht des Mädchens, und Sali sah in dies ihm so wohlbekannte und doch so viel anders und schöner gewordene Gesicht. Fränchen sah in diesem Augenblicke auch sein Erstaunen, und es lächelte ganz kurz und geschwind mitten in seinem Schrecken und in seinen Tränen ihn an. Doch ermannte sich Sali, geweckt durch die Anstrengungen seines Vaters, ihn abzuschütteln, und brachte ihn mit eindringlich bittenden Worten und fester Haltung endlich ganz von seinem Feinde weg. Beide alte Gesellen atmeten hoch auf und begannen jetzt wieder zu schelten und zu schreien, sich voneinander abwendend. Ihre Kinder aber atmeten kaum und waren still wie der Tod, gaben sich aber im Wegwenden und Trennen, ungesehen von den Alten, schnell die Hände, welche vom Wasser und von den Fischen feucht und kühl waren. Als die grollenden Parteien ihrer Wege gingen, hatten die Wolken sich wieder geschlossen. Es dunkelte mehr und mehr, und der Regen goss nun in Bächen durch die Luft. Manns schlenderte voraus auf den dunklen, nassen Wegen. Er duckte sich, beide Hände in den Taschen, unter den Regengüssen zitterte noch in seinen Gesichtszügen, und mit den Zähnen und ungesehenen Tränen rieselten ihm in den Stoppelbart, die er fließen ließ, um sie durch das Wegwischen nicht zu verraten. Sein Sohn hatte aber nichts gesehen, weil er in glückseligen Bildern verloren daherging. Er merkte weder Regen noch Sturm, weder Dunkelheit noch Elend, sondern leicht hell und warm war es ihm innen und außen, und er fühlte sich so reich und wohlgeborgen wie ein Königssohn. Er sah fortwährend das sekundenlange Lächeln des nahen, schönen Gesichtes und erwiderte dasselbe erst jetzt eine gute halbe stunde nachher indem er voll liebe in nacht und wetter hinein und das liebe gesicht anlachte das ihm allerwegen aus dem dunkeln entgegentrat so daß er glaubte fränchen müsse auf seinen wegen dies lachen notwendig sehen und seiner inne werden sein vater war des andern tags wie zerschlagen und wollte nicht aus dem hause der ganze handel und das vieljährige elend nahm heute eine neue deutlichere gestalt an und breitete sich dunkel aus in der drückenden luft der spelunke also dass Mann und Frau matt und scheu um das Gespenst herumschlichen, aus der Stube in die dunklen Kämmerchen, von da in die Küche und aus dieser wieder sich in die Stube schleppen, in welcher kein Gast sich sehen ließ. Zuletzt hockte jedes in einem Winkel und begann den Tag über ein müdes, halbtotes Zanken und Vorhalten mit dem andern, wobei sie zeitweise einschliefen, von unruhigen Tagträumen geplagt, welche aus dem Gewissen kamen und sie wieder weckten. Nur Sali sah und hörte nichts davon, denn er dachte nur an Frennchen, es war ihm immer noch zu Mut, nicht nur als ob er unsäglich reich wäre, sondern auch was rechts gelernt hätte und unendlich viel Schönes und Gutes wüsste, da er nun so deutlich und bestimmt um das wusste, was er gestern gesehen. Diese Wissenschaft war ihm wie vom Himmel gefallen und er war in einer unaufhörlichen, glücklichen Verwunderung darüber, und doch war es ihm, als ob es eigentlich von jeher gewußt und gekannt hätte, was ihn jetzt mit so wundersamer Süßigkeit erfüllte der nichts gleicht dem Reichtum und der Unendgründlichkeit eines Glückes, das an den Menschen herantritt, in einer so klaren und deutlichen Gestalt, vom Pfäfflein getauft und wohlversehen mit einem eigentlichen Namen, der nicht tönt wie andere Namen. Sali fühlte sich an diesem Tag weder müßig noch unglücklich, weder arm noch hoffnungslos, vielmehr war er voll auf beschäftigt, sich Fränchens Gesichts- und Gestalt vorzustellen, unaufhörlich, eine Stunde wie die andere über diese aufgeregten Tätigkeit. Aber verschwand ihm der Verstand derselben fast vollständig. Das heißt, er bildete sich endlich ein, nun doch nicht zu wissen, wie Fränchen recht genau aussehe, aber wohl ein allgemeines Bild von ihr im Gedächtnis. Aber wenn er sie beschreiben sollte, so könnte er das nicht. Er sah fortwährend dies Bild, als ob er es vor ihm stände und fühlte seinen angenehmen Eindruck, und doch sah er es nur wie etwas, das man eben nur einmal gesehen, in dessen Gewalt man liegt, und das man doch noch nicht kennt. Er erinnerte sich genau der Gesichtszüge, welche das kleine Dirnchen ernst gehabt, mit großem Wohlgefallen, aber nicht eigentlich derjenigen, welche er gestern gesehen. Hätte er Fränchen nie wieder zu sehen bekommen, so hätten sich seine Erinnerungskräfte schon behelfen müssen, das liebe Gesicht säuberlich wieder zusammengetragen, dass nicht ein Zug dran fehlte. Jetzt aber versagten sie schlau und hartnäckig ihren Dienst, weil die Augen nach ihrem Recht und ihrer Lust verlangten, und als am Nachmittage die Sonne warm und hell die oberen Stockwerke der schwarzen Häuser beschien, strich Sali aus dem Tore und seiner alten Heimat zu, welche ihm jetzt erst ein himmlisches Jerusalem zu sein schien, mit zwölf gläsenden Pforten und die sein Herz klopfen machte, als er sich ihr näherte. Er stieß auf dem Wege auf Frännchens Vater, welcher nach der Stadt zu gehen schien. Der sah sehr wild und liederlich aus, sein grau gewordener Bart war seit Wochen nicht geschoren, und er sah aus wie ein recht verlorener Bauersmann, der sein Feld verscherzt hat und nun geht, um andern üb um Übles zuzufügen. Dennoch sah ihn Sali, als sie sich vorüberging, nicht mehr mit Hass, sondern voll Furcht und Scheu an, als ob sein Leben in dessen Hand stände und er es lieber von ihm erflehen, als er trotzen möchte. Marti aber maß ihn mit einem bösen Blicke von oben bis unten und ging seines Weges. Das war indessen dem Sali recht, welchem es nun, da er den Alten das Dorf verlassen sah, deutlicher wurde, was er eigentlich da wolle, und er schlich sich auf altbekannten Pfaden so lange um das Dorf herum und durch dessen verdeckte Gäßchen, bis er sich Martis Haus und Hof gegenüber befand. Seit mehreren Jahren hatte er diese Städte nicht mehr so nah gesehen, denn auch als sie noch hier wohnten, hüteten sich die verfeindeten Leute, gegenseitig sich ins Gehege zu kommen. Deshalb war er nun erstaunt über das, was er doch an seinem eigenen Vaterhause erlebt, und starrte voll Verwunderung in die Wüstenei, die er vor sich sah. Dem Marti war ein Stück Ackerland um das andere abgepfändet worden, er besaß nichts mehr als das Haus und den Platz davor nebst etwas Garten und dem Acker auf der Höhe am Flusse, von welchem er hartnäckig am längsten nicht lassen wollte. Es war aber keine Rede mehr von einer ordentlichen Bebauung, und auf dem Acker, der einst so schön im gleichmäßigen Korne gewogt, wenn die Ernte kam, waren jetzt allerhand abfällige Samenreste gesäet und aufgegangen, aus alten Schachteln und zerrissenen Tüten zusammengekehrt, Rüben, Kraut und dergleichen und etwas Kartoffeln, sodass der Acker aussah wie ein recht übel gepflegter Gemüseplatz und eine wunderliche Musterkarte war, dazu angelegt, um von der Hand in den Mund zu leben, hier eine Handvoll Rüben auszureißen, wenn man Hunger hatte und nichts Besseres wusste, dort eine Tracht Kartoffeln oder Kraut und das übrige fortwuchern oder verfaulen zu lassen, wie es mochte auch lief jedermann darin herum, wie es ihm gefiel, und das schöne breite Stück Feld sah beinahe aus wie einst der herrenlose Acker, von dem alles Unheil herkam. Deshalb war um das Haus nicht eine Spur von Ackerwirtschaft zu sehen. Der Stall war leer, die Türe hing nur in einer Angel und unzählige Kreuzspinnen, den Sommer hindurch halb groß geworden, ließen ihre Fäden in der Sonne glänzen vor dem dunklen Eingang an dem offenstehenden Scheuntor, wo einst die früchte des festen landes eingefahren hing schlechtes fischergeräte zum zeugnis der verkehrten wasserpfuscherei auf dem hofe war nicht ein huhn und nicht eine taube weder katze noch hund zu sehen nur der brunnen war noch als etwas lebendiges da aber er floss nicht mehr durch die röhre sondern sprang durch einen riss nahe am boden über diesen hin und setzte überall kleine tümpel an so daß er das beste sinnbild der faulheit abgab denn wären mit wenig Mühe des Vaters das Loch zu verstopfen und die Röhre herzustellen gewesen wäre, musste sich Fränchen nun abquälen, selbst das lautere Wasser dieser Verkommenheit abzugewinnen und seine Wäscherei in den seichten Sammlungen am Boden vorzunehmen, statt in dem vertrockneten und zerspellten Troge. Das Haus selbst war ebenso kläglich anzusehen. Die Fenster waren vielfältig zerbrochen und mit Papier verklebt, aber doch waren sie das Freundlichste an dem Verfall, denn sie waren, selbst die zerbrochenen Scheiben, klar und sauber gewaschen, ja förmlich poliert und glänzten so hell wie Fränchens Augen, welche ihm in seiner Armut ja auch allen übrigen Saat ersetzen mussten. Und wie die krausen Haare und die rotgelben Kartonhalstücher zu Fränchens Augen stand zu diesen blickenden Fenstern das wilde grüne Gewächs, das da durcheinander rankte um das Haus, flatternde Bohnenwäldchen und eine ganz duftende Wildnis von rotgelbem gelbem Goldlack. Die Bohnen hielten sich, so gut sie konnten, hier an einem Hakenstiel oder in einem verkehrt in die Erde gesteckten Stumpfbesen, dort an einer von Rost zerfressenen Hehlbarte oder Sponton, wie man es nannte, als Fränchens Großvater das Ding als Wachtmeister getragen, welches es jetzt aus Not in die Bohnen gepflanzt hatte. Dort kletterten sie wieder lustig eine verwitterte Leiter empor, die am Hause lehnte seit undenklichen Zeiten, und hingehen von da an in die klaren Fensterchen hinunter wie Fränchens Kräuselhaare in seine Augen. Dieser mehr malerische als wirkliche Hof lag etwas beiseit und hatte keine näheren Nachbarhäuser, auch ließ sich in diesem Augenblicke nirgends eine lebendige Seele wahrnehmen. Sali lehnte daher in aller Sicherheit an einem alten Scheunchen etwa dreißig Schritte entfernt und schaute unverwandt nach dem stillen, wüsten Hause hinüber. Eine geraumte Zeit lehnte und schaute er so, als Fränchen unter die Haustür kam und lange vor sich hinblickte, wie mit allen ihren Gedanken an einem Gegenstande hängend. Sali rührte sich nicht und wandte kein Auge von ihr. Als sie endlich zufällig in dieser Richtung hinsah, fiel er ihr in die Augen. Sie sahen sich eine Weile an, herüber und hinüber, als ob sie eine Lufterscheinung betrachteten, bis sich Sali endlich aufrichtete und langsam über die Straße und über den Hof ging, auf Rännchen los. Als er dem Mädchen nahe war, streckte es seine Hände gegen ihn aus und sagte Sali. Er ergriff die Hände und sah ihr immerfort ins Gesicht. Tränen stürzten aus ihren Augen, während sie unter seinen Blicken vollends dunkelrot wurde und sie sagte, »Was willst du hier?« »Nur dich sehen«, erwiderte er. »Wollen wir nicht wieder gute Freunde sein?« »Und unsere Eltern?«, fragte Fränchen, sein weinendes Gesicht zur Seite neigend, da es die Hände nicht frei hatte, um es zu bedecken. »Sind wir schuld an dem, was sie getan und geworden sind?«, sagte Sali. »Vielleicht können wir das Elend nur gut machen, wenn wir zwei zusammenhalten und uns recht lieb sind.« »Es wird nie gut kommen.« antwortete Frännchen mit einem tiefen Seufzer. Geh in Gottes Namen deiner Wege, Sali. Bist du allein? fragte dieser. Kann ich einen Augenblick hineinkommen? Der Vater ist zur Stadt, wie er sagte, um deinem Vater irgendwas anzuhäng anzuhängen, aber hereinkommen kannst du nicht, weil du später vielleicht nicht so ungesehen weggehen kannst wie jetzt. Noch ist alles still und niemand um den Weg. Ich bitte dich, geh jetzt. Nein, so gehe ich nicht. Ich musste seit gestern immer an dich denken und ich gehe nicht sofort. Wir müssten miteinander reden, wenigstens eine halbe Stunde lang oder eine Stunde. Das wird uns gut tun. Frenchen besann sich ein Weilchen und sagte dann: Ich gehe gegen Abend auf unseren Acker hinaus. Du weißt welchen, wir haben nur noch den und hole etwas Gemüse. Ich weiß, dass niemand weiter dort sein wird, weil die Leute anderswo schneiden. Wenn du willst, so komm dorthin, aber jetzt geh und nimm dich in Acht, dass dich niemand sieht. Wenn auch kein Mensch hier mit, un mit uns umgeht, so würden sie doch ein solches Gerede machen, dass es der Vater sogleich vernehme. Sie ließen sich jetzt die Hände frei, ergriffen sie aber auf der Stelle wieder, und beide sagten gleichzeitig Und wie geht es dir auch? Aber statt sich zu antworten, fragten sie das gleiche aufs neue, und die Antwort lag nur in den beredten Augen, da sie nach Art der Verliebten die Worte nicht mehr zu lenken wussten und, ohne sich weiter etwas zu sagen, endlich halb selig und halb traurig auseinanderhuschten. Ich komme recht bald hinaus, geh nur gleich hin", rief Fränzchen noch nach. Sali ging auch alsbald auf die stille schöne Anhöhe hinaus, über welche die zwei Ecker sich erstreckten, und die prächtige stille Julisonne, die fahrenden weißen Wolken, welche über das reife, wallende Kornfeld wegzogen, der glänzende blaue Fluss, der unten vorüberwallte, alles dies erfüllte ihn zum ersten Male seit langen Jahren wieder mit Glück und Zufriedenheit, statt mit Kummer. Und er warf sich der Länge nach in den durchsichtigen Halbschatten des Kornes, wo dasselbe Martis wilden Acker begrenzte und guckte glückselig in den Himmel. Obgleich es kaum eine Viertelstunde währte, bis Fränchen nachkam und er an sich, und er an nichts anderes dachte als sein Glück und dessen Namen, stand es doch plötzlich und unerhofft vor ihm, auf ihn niederlächelnd und froh erschreckt, sprang er auf. Freli, rief er, und dieses gab ihm still und lächelnd beide Hände, und Hand in Hand gingen sie nun das flüsternde Korn entlang, bis gegen den Fluss hinunter und wieder zurück, ohne viel zu reden. Sie legten zwei und dreimal den Hin und Herweg zurück, still, glückselig und ruhig, so daß dieses einige Paar nun auch nach einem Sternbilde glich, welches über die sonnige Rundung der Anhöhe und hinter derselben niederging, wie einst die sicher gehenden Flugzüge ihrer Väter. Als sie aber einsmals die Augen von den blauen Kornblumen aufschlugen, an denen sie gehaftet, sahen sie plötzlich einen anderen dunklen Stern vor sich hergehen, einen schwärzlichen Kerl, von dem sie nicht wussten, woher er so unversehens gekommen. Er musste im Korne gelegen haben, Vrenchen zuckte zusammen, und Sali sagte erschreckt Der schwarze Geiger. In der Tat trug der Kerl, der vor ihnen herstrich, eine Geige mit dem Bogen unter dem Arm und sah übrigens schwarz genug aus. Neben einem schwarzen Filzhütchen und einem schwarzen, rußigen Kittel, den er trug, war auch sein Haar pechschwarz, sowie der ungeschorene Bart, das Gesicht und die Hände aber ebenfalls geschwärzt. Denn er trieb allerlei Handwerk, meistens Kesselflicken, half auch den Kohlenbrennern und Pechsiedern in den Wäldern und ging mit der Geige nur auf einen guten Schick aus, wenn die Bauern irgendwo lustig waren und ein Fest feierten. Sali und Fränchen gingen mäuschenstill hinter ihm drein und dachten, er würde vom Felde gehen und verschwinden, ohne sich umzusehen. Und so schien es auch zu sein, denn er tat, als ob er nichts von ihnen merkte. Dazu waren sie in einem seltsamen Bann, dass sie nicht wagten, den schmalen Pfad zu verlassen und dem unheimlichen Gesellen unwillkürlich folgten bis an das Ende des Feldes, wo jeder ungerechte Steinhaufen lag, der das immer noch streitige Ackerzipfelchen bedeckte. Eine zahllose Menge von Mohnblumen oder Klatschrosen hatte sich darauf angesiedelt, weshalb der kleine Berg feuerrot aussah zurzeit. Plötzlich sprang der schwarze Geiger mit einem Satze auf die rot bekleidete Steinmasse hinauf, kehrte sich und sah ringsum. Das Pärchen blieb stehen und sah verlegen zu dem dunklen Burschen hinauf, denn vorbei konnten sie nicht gehen, weil der Weg in das Dorf führte, und umkehren mochten sie auch nicht vor seinen Augen. Er sah sie scharf an und rief, »Ich kenne euch. Ihr seid die Kinder derer, die mir den Boden hier gestohlen haben. Es freut mich zu sehen, wie gut ihr gefahren seid, und werde gewiß noch erleben, daß ihr vor mir den Weg alles Fleisches geht. Seht mich nur an, ihr zwei Spatzen. Gefällt euch meine Nase wie? In der Tat besaß er eine schreckbare Nase, welche wie ein großes Winkelmaß aus dem dürren, schwarzen Gesicht ragte, oder eigentlich mehr einem tüchtigen Knebel oder Prügel glich, welcher in dies Gesicht geworfen worden war, und unter dem ein kleines rundes Löchelchen von einem Munde sich seltsam stutzte und zusammenzog, aus dem es unaufhörlich pustete, pfiff und zischte. Dazu stand das kleine Filzhütchen ganz unheimlich, welches nicht rund und nicht eckig und so sonderlich geformt war, dass es alle Augenblicke seine Gestalt zu verändern schien, obgleich es unbeweglich saß, und von den Augen des Kerls war fast nichts als das Weiße zu sehen, da die Sterne unaufhörlich, auf einer blitzschnellen Wanderung begriffen waren und wie zwei Hasen im Zickzack umhersprangen. Seht mich nur an, fuhr er fort, eure Väter kennen mich wohl, und jedermann in diesem Dorfe weiß, wer ich bin, wenn er nur meine Nase ansieht. Da haben sie vor Jahren ausgeschrieben, dass ein Stück Geld für den Erben dieses Ackers bereit liege, ich habe mich zwanzigmal gemeldet, aber ich habe keinen Taufschein und keinen Heimatschein, und meine Freunde, die Heimatlosen, die meine Geburt gesehen, haben kein gültiges Zeugnis, und so ist die Frist längst verlaufen, und ich bin um den blutigen Pfennig gekommen, mit dem ich hätte auswandern können. Ich habe eure Väter angefleht, dass sie mir bezeugen möchten, sie müssten mich nach ihrem Gewissen für den rechten Erben halten, aber sie haben mich von ihrem Höfen gejagt, und nun sind sie selbst zum Teufel ge gegangen. Item, das ist der Wel Weltlauf, mir kann's recht sein, ich will euch doch geigen, wenn ihr tanzen wollt. Damit sprang er auf der anderen Seite von den Steinen hinunter und machte sich dem Dorfe zu, wo gegen Abend der Erntesegen eingebracht wurde und die Leute guter Dinger waren. Als er verschwunden, ließ sich das Paar ganz mutlos und betrübt auf die Steine nieder, sie ließen ihre verschlungenen Hände fahren und stützten die traurigen Köpfe darauf, denn die Erscheinung des Geigers und seine Worte hatten sie aus der glücklichen Vergessenheit gerissen, in welcher sie wie zwei Kinder auf und ab gewandelt, und wie sie nun auf dem harten Grund ihres Elendes sahen, verdunkelte sich das heitere Lebenslicht und ihre Gemüter wurden so schwer wie Steine. Da erinnerte sich Fränchen, unversehens der wunderlichen Gestalt und der Nase des Geigers, es musste plötzlich hell auflachen und rief: Der arme Kerl sieht gar zu spaßhaft aus, was für eine Nase. Und eine allerliebste, sonnenhelle Lustigkeit verbreitete sich über das Mädchens Gesicht, als ob sie nur geharrt hätte, bis des Geigers Nase die trüben Wolken wegstieße. Sali sah Fränchen an und sah diese Fröhlichkeit. Es hatte die Ursache, aber schon wieder vergessen und lachte nur noch auf eigene Rechnung dem Sali ins Gesicht. Dieser, verblüfft und erstaunt, starrte unwillkürlich mit lachendem Munde auf die Augen, gleich einem Hungrigen, der ein süßes Weizenbrot erblickt, und rief: "Bei Gott, Freli, wie schön bist du!" Fränzchen lachte ihn nur noch mehr an und hauchte dazu aus klangvoller Kehle einige kurze, mutwillige Lachtöne, welche dem armen Sali nicht anders dünkten, als der Gesang einer Nachtigall. O oh, du Hexe, rief er, wo hast du das gelernt? Welche Teufel, Teufelskünste treibst du da? Ach du lieber Gott, sagte Fränchen mit speichender Stimme und nahm Salis Hand. Das sind keine Teufelskünste. Wie lange hätte ich gern einmal gelacht? Ich habe wohl zuweilen, wenn ich ganz allein war, über irgendetwas lachen müssen, aber es war nichts rechts dabei. Jetzt aber möchte ich dich immer und ewig anlachen, wenn ich dich sehe, und ich möchte dich wohl immer und ewig sehen. Bist du mir auch ein bisschen recht gut? O oh, Freli, sagte er, und sah ihr ergeben und treuherzig in die Augen. Ich habe noch nie ein Mädchen angesehen. Es war mir immer, als ob ich dich einst lieb haben müsste, und ohne dass ich wollte oder wusste, hast du mir doch immer im Sinn gelegen. Und du mir auch, sagte Fränchen. und das noch viel mehr, denn du hast mich nie angesehen und wusstest nicht, wie ich geworden bin. Ich aber habe dich zu Zeiten aus der Ferne und sogar heimlich aus der Nähe recht gut betrachtet und wusste immer, wie du aussiehst. Weißt du noch, wie oft wir als Kinder hierher gekommen sind? Denkst du noch das kleinen Wagens? Wie kleine Leute sind wir damals gewesen und wie lang ist es her? Man sollte denken, wir wären recht alt. Wie alt bist du jetzt? fragte Sali voll Vergnügen und Zufriedenheit. Du musst ungefähr siebzehn sein? Siebzehn und ein halbes Jahr bin ich, erwiderte Fränchen. Und wie alt bist du? Ich weiß aber schon, du bist bald zwanzig. Woher weißt du das? fragte Sali. Geld, wenn ich es sagen wollte. Du willst es nicht sagen? Nein. Gewiss nicht? Nein, nein. Du sollst es sagen. Willst du mich etwa zwingen? Das wollen wir sehen. Diese einfältigen Reden führte Sali, um seine Hände zu beschäftigen und mit ungeschickten Liebkosungen, welche wie eine Strafe aussehen sollten, das schöne Mädchen zu bedrängen. Sie führte auch, sich während, mit vieler Langmut den albernen Wortwechsel vor, der trotz seiner Leerheit beide witzig und süß genug dünkte, bis Sali erbost und kühn genug war, Fränchens Hände zu bezwingen und es in die Mohnblumen zu drücken. Da lag es nun und zwinkerte in der Sonne mit den Augen. Seine Wangen glühten wie Purpur und sein Mund war halb geöffnet und ließ zwei rein weiße Zähne durchschimmern. Fein und schön flossen die dunklen Augenbrauen ineinander und die junge Brust hob und senkte sich mutwillig unter sämtlichen vier Händen, welche sich kunterbunt drauf streichelten und bekriegten. Sali wußte sich nicht zu lassen vor Freuden, das schlanke schöne Geschöpf vor sich zu sehen, es sein sei eigen zu wissen und es dünkte ihm ein Königreich. »Alle deine weißen Zähne hast du noch«, lachte er. »Weißt du noch, wie oft wir sie einst gezählt haben? Kannst du jetzt zählen?« »Das sind ja nicht die gleichen, du Kind«, sagte Fränchen. »Jene sind längst ausgefallen.« Sali wollte nun in seiner Einfalt jenes Spiel wieder erneuern und die glänzenden Zahnperlen zählen. Aber Fränchen verschloss plötzlich den roten Mund, richtete sich auf und begann einen Kranz von Mohnrosen zu wenden, den es sich auf den Kopf setzte. Der Kranz war voll und breit und gab der bräunlichen Dirne ein fabelhaftes, reizendes Ansehen, und der arme Sali hielt in seinem Arm, was reiche Leute teuer bezahlt hätten, wenn sie es nur gemalt an ihren Wänden hätten sehen können. Jetzt sprang sie aber empor und rief Himmel, wie heiß ist es hier. Da sitzen wir wie die Narren und lassen uns verse versengen. Komm, mein Lieber, lass uns ins hohe Korn sitzen sie schlüpften hinein so geschickt und sachte, dass sie kaum eine Spur zurückließen, und bauten sich einen engen Kerker in den goldenen Ähren, die ihnen hoch über den Kopf ragten, als sie drin saßen, so daß sie nur den tiefblauen Himmel über sich sahen und sonst nichts von der Welt. Sie umhalsten sich, und küßten sich unverweilt und so lange, bis sie einstweilen müde waren, oder wie man es nennen will, wenn das Küssen zweier Verliebter auf ein oder zwei Minuten sich selbst überlebt und um die Vergänglichkeit alles Lebens mitten im Rausche der Blütezeit ahnen lässt. Sie hörten die Lerchen singen hoch über sich und suchten dieselben mit ihren scharfen Augen, und wenn sie glaubten, flüchtig eine in der Sonne aufblitzen zu sehen, gleich einem plötzlich aufleuchtenden oder hinschießenden Stern am blauen Himmel, so küssten sie sich wieder zur Belohnung und suchten einander zu übervorteilen und zu täuschen, so viel sie konnten. Siehst du, dort blitzt eine, flüsterte Sali, und Fränchen erwiderte ebenso leise, ich höre sie wohl, aber ich sehe sie nicht. Doch pass nur auf, dort wo das weiße Wölkchen steht, ein wenig rechts davon, und beide sahen eifrig hin und sperrten vorläufig ihre Schnäbel auf, wie die jungen Wachteln im Neste, um sie unverzüglich aufeinander zu heften, wenn sie sich einbildeten, die Lerche gesehen zu haben. Auf einmal hielt Fränchen inne und sagte Dies ist also eine ausgemachte Sache, dass jedes von uns einen Schatz hat? Dünkt es dich nicht so? Ja, sagte Sali, es scheint mir auch so. Wie gefällt dir denn dein Schätzchen? sagte Fränchen. Was ist das für ein Ding? Was hast du von ihm zu melden? Es ist ein gar feines Ding, sagte Sali. Es hat zwei braune Augen, einen roten Mund und läuft auf zwei Füßen, aber seinen Sinn kenne ich weniger als den Papst zu Rom. Und was kannst du von deinem Schatz berichten? Er hat zwei blaue Augen, einen nichtsnutzigen Mund und braucht zwei verwegene, starke Arme, aber seine Gedanken sind mir unbekannter als der türkische Kaiser. Es ist eigentlich wahr, sagte Sali, dass wir uns weniger kennen, als wenn wir uns nie gesehen hätten, so fremd hat uns die lange Zeit gemacht, seit wir groß geworden sind. Was ist alles vorgegangen in deinem Köpfchen, mein liebes Kind? Ach, nicht viel. Tausend Narrensprossen haben sich wollen regen, aber es ist mir immer so trübselig ergangen, dass sie nicht aufkommen konnten. Du armes Schätzchen, sagte Sali. Ich glaube aber, du hast es hinter den Ohren, nicht? Das kannst du ja nach und nach erfahren, wenn du mich recht lieb hast. Wenn du einst meine Frau bist? Fränkchen zitterte leis bei diesem letzten Worte und schmiegte sich tiefer in Salis Arme, ihn von Neuem lange und zärtlich küssend. Es traten ihr dabei Tränen in die Augen, und beide wurden auf einmal traurig, da ihnen ihre hoffnungsarme Zukunft in den Sinn kam und die Feindschaft ihrer Eltern. Fräntchen seufzte und sagte: Komm, ich muß nun gehen. Und so erhoben sie sich und gingen Hand in Hand aus dem Kornfeld, als sie Fränchens Vater spähend vor sich sahen. Mit dem kleinlichen Scharfsinn des müßigen Elendes hatte dieser, als er dem Sali begegnet, neugierig gegrübelt, was der wohl alleine im Dorfe zu suchen ginge, und sich des gestrigen Vorfalles erinnernd, verfiel er, immer nach der Stadt zu schlendernd, endlich auf die richtige Spur. Rein aus Groll und unbeschäftigter Bosheit, und nicht so bald gewann der Verdacht eine bestimmte Gestalt, als er mitten in den Gassen von Seldwyla umkehrte und wieder in das Dorf hinaustrollte, wo er seine Tochter in Haus und Hof und rings in den Hecken vergeblich suchte. Mit wachsender Neugier rannte er auf den Acker hinaus, und als er da Fränkchens Korb liegen sah, in welchem er die Früchte zu holen pflegte, das Mädchen selbst aber nirgends erblickte, spähte er eben am Korne des Nachbarn herum, als die erschrockenen Kinder herauskamen. Sie standen wie versteinert, und Marty stand erst auch da und beschaute sie mit bösen Blicken, bleich wie Blei. Dann fing er fürchterlich an zu toben in Gebärden und Schimpfworten und langte zugleich grimmig nach dem jungen Burschen, um ihn zu würgen. Sali wich aus und floh einige Schritte zurück, entsetzt über den wilden Mann, sprang aber sogleich wieder zu, als er sah, dass der Alte statt seiner nun das zitternde Mädchen faßte, ihm eine Ohrfeige gab, dass der rote Kranz herunterflog und seine Haare um die Hand wickelte um es mit sich vorzureißen und weiter zu misshandeln ohne sich zu besinnen raffte er einen stein auf und schlug mit demselben den alten gegen den kopf halb in angst um Fränchen und halb im jähzorn marti taumelte erst ein wenig sank dann bewusstlos auf den steinhaufen nieder und zog das erbärmlich aufschreiende Fränchen mit sali befreite noch dessen haare aus der hand des bewusstlosen und richtete es auf dann stand er da wie eine bildsäule ratlos und gedankenlos das Mädchen, als es den wie tot daliegenden Vater sah, fuhr sich mit den Händen über das erbleichende Gesicht, schüttelte sich und sagte: „Hast du ihn erschlagen?“ Sali nickte lautlos und Fränchen schrie: »O oh Gott, du lieber Gott, es ist mein Vater, der arme Mann!“ Und sinnlos warf er sich über ihn und hob seinen Kopf auf, an welchen imdessen kein Blut floß. Es ließ ihn wieder sinken. Sali ließ sich auf der anderen Seite des Mannes nieder, und beide schauten still wie das Grab und mit erlärmten, reglosen Händen in das leblose Gesicht. Um nur etwas anzufangen, sagte endlich Sali. Er wird doch nicht gleich tot sein müssen. Das ist gar nicht ausgemacht. Fränchen riss ein Blatt von einer Klatschrose ab und legte es auf die erblaßten Lippen, und es bewegte sich schwach. Er atmet noch, rief es. So lauf doch ins Dorf und hol Hilfe. Als Sali aufsprang und laufen wollte, streckte es ihm die Hand nach und rief ihn zurück, Komm aber nicht mit zurück und sage nicht, wie es zugangen. Ich werde auch schweigen, man soll nichts aus mir herausbringen, sagte es, und sein Gesicht, das es dem armen, ratlosen Burschen zuwandte, überfloß von schmerzlichen Tränen. Komm, küss mich noch einmal. Nein, geh, mach dich fort, es ist aus, es ist ewig aus, wir können nicht zusammenkommen. Es stieß ihn fort, und er lief willenlos dem Dorfe zu. Er begegnete einem Knäbchen, das ihn nicht kannte, diesem trug er auf, die nächsten Leute zu holen und beschrieb ihm genau, wo die Hilfe nötig sei. Dann machte er sich verzweifelt fort und irrte die ganze Nacht im Gehölze herum. Ab morgen schlich er in die Felder, um zu erspähen, wie es gegangen sei, und hörte von frühen Leuten, welche miteinander sprachen, dass Marti noch lebe, aber nichts von sich wisse, und wie das eine seltsame Sache wäre, da kein Mensch wisse, was ihm zugestoßen. Erst jetzt ging er in die Stadt zurück und verbarg sich in dem dunklen Elend des Hauses. Fränkchen hielt ihm Wort. Es war nichts aus ihm herauszufragen, als dass es selbst den Vater so gefunden habe. Und da er am anderen Tage sich wieder tüchtig regte und atmete, freilich ohne Bewusstsein und überdies kein Kläger da war, so nahm man an, er sei betrunken gewesen und auf die Steine gefallen und ließ die Sache auf sich ruhen. Fränchen pflegte ihn und ging nicht von seiner Seite, außer um die Arzneimittel zu holen, beim Doktor und etwa für sich selbst eine schlechte Suppe zu kochen. Denn es lebte beinahe von nichts, obgleich es Tag und Nacht wach sein musste, und niemand ihm half. Es dauerte beinahe sechs Wochen, bis der Kranke allmählich zu seinem Bewusstsein kam, obgleich er vorher schon wieder aß und seinem Bette ziemlich munter war. Aber es war nicht das alte Bewusstsein, das er jetzt erlangte, sondern es zeigte sich immer deutlicher, je mehr er sprach, dass er blödsinnig geworden, und zwar auf die wunderlichste Weise. Er erinnerte sich nur dunkel an das Geschehene, und wie an etwas sehr Lustiges, was ihn nicht weiter berührte, lachte immer wie ein Narr und war guter Dinge. Noch im Bette liegend, brachte er hundert närrische, sinnlos, mutwillige Redensarten und Einfälle zum Vorschein, schnitt Gesichter und zog sich die schwarzwollene Zipfelmütze in die Augen und über die Nase herunter, dass dieser aussah wie ein Sarg unter einem Bartuch. Das bleiche und abgehärmte Fränchen hörte ihm geduldig zu, Tränen vergießend über das törichte Wesen, welches die arme Tochter noch mehr ängstigte als die frühere Bosheit. Aber wenn es der Alte zuweilen, etwa gar zu Drolliges anstellte, so mussten, es mitten in seiner Qual laut auflachten, da sein unterdrücktes Wesen immer zur Lust aufzuspringen bereit war, wie ein gespannter Bogen, worauf dann eine umso tiefere Betrübnis erfolgte. Als der Alte aber aufstehen konnte, war gar nichts mehr mit ihm anzustellen, er machte nichts als Dummheiten, lachte und stöberte um das Haus herum, setzte sich in die Sonne und streckte die Zunge heraus oder hielt lange Reden in die Bohnen hinein. Um die gleiche Zeit aber war es auch aus mit den wenigen Überbleibseln seines ehemaligen Besitzes und die Unordnung so weit gediehen, dass auch sein Haus und der letzte Acker, seit geraumer Zeit verpfändet, nun gerichtlich verkauft wurden. Denn der Bauer, welcher die zwei Äcker des Manns gekauft, benutzte die gänzliche Verkommenheit Martis und seine Krankheit und führte den alten Streit wegen des strittigen Steinfleckes kurz und entschlossen zu Ende, und der verlorene Prozess trieb Martis fast vollends den Boden aus, indessen er in seinem Blödsinn nichts mehr von diesen Dingen wusste. Die Versteigerung fand statt. Marti wurde, wurde von der Gemeinde in einer Stiftung für dergleichen arme Tröpfe auf öffentliche Kosten untergebracht. Diese Anstalt befand sich in der Hauptstadt des Ländchens, der gesunde und eßbegierige Blödsinnige wurde noch gut gefüttert, dann auf ein mit Ochsen bespanntes Wegelchen geladen, das ein ärmlicher Bauersmann nach der Stadt führte, um zugleichen, einen oder zwei Säcke Kartoffeln zu kaufen, und Fränchen setzte sich zu dem Vater auf das Fuhrwerk, um ihn auf diesem letzten Gange zu dem lebendigen Begräbnis zu begleiten. Es war eine traurige und bittere Fahrt, aber Fränchen wachte sorgfältig über seinen Vater und ließ es ihm an nichts fehlen, und es sah sich nicht um und ward nicht ungeduldig, wenn durch die Kapriolen des Unglücklichen die Leute aufmerksam wurden und dem Wegelchen nachliefen, wo sie durchfuhren. Endlich erreichten sie das weitläufige Gebäude in der Stadt, wo die langen Gänge, die Höfe und ein freundlicher Garten von einer Menge ähnlicher Tröpfe belebt waren, die alle in weiße Kittel gekleidet waren und dauerhafte Lederkäppchen auf den harten Köpfen trugen. Auch Marti wurde noch vor ein vor Fränchens Augen in diese Tracht gekleidet, und er freute sich wie ein Kind darüber und tanzte singend umher. Gott grüß euch, ihr geehrten Herren, rief er seine neuen Genossen an. Ein schönes Haus habt ihr hier. Geh heim, Fränkel, und sag der Mutter, ich komme nicht mehr nach Haus, hier gefällt's mir bei Gott. Juchai, es kreucht ein Igel über den Haag, ich hab ihn hören bellen. O Meitli, küss keinen alten Knab, küß nur die jungen Gesellen. Alle die Wässerlein laufen in Reihen, die mit dem Pflaumenaug, die muß es sein. Gehst du schon, Freli? Du siehst ja aus wie der Tod im Hefelein und geht es mir doch so erfreulich. Die Füchsin schreit im Felde. Halleo, Halleo, das Herz tut ihr weh, hoho! Ein Aufseher gebot ihm Ruhe und führte ihn zu einer leichten Arbeit. Fräntchen ging das auf, Fuhrwerk aufzusuchen. Er setzte sich auf den Wagen, zog ein Stückchen Brot hervor und aß dasselbe. Dann schlief es, bis der Bauer kam und mit ihm nach dem Dorfe zurückfuhr. Sie kam erst in der Nacht an. Fränching ging nach dem Hause, in dem es geboren und nur zwei Tage bleiben durfte, und es war jetzt zum ersten Mal in seinem Leben ganz allein darin. Es machte ein Feuer, um das letzte Restchen Kaffee zu kochen, das es noch besaß, und setzte sich auf den Herd, denn es war ihm ganz elendig zumut. Es sehnte sich und härmte sich ab, den Sali nur ein einziges Mal zu sehen, und dachte inbrünstig an ihn. Aber die Sorgen und der Kummer verbitterten seine Sehnsucht, und diese machten die Sorgen wieder viel schwerer. So saß es und stützte den Kno Kopf in die Hände, als jemand durch die offenstehende Tür hereinkam. »Sali!« rief Fränchen, als es aufsah und fiel ihm um den Hals. Dann sahen sich beide erschrocken an und riefen, »Wie siehst du elend aus?« Denn Sali sah nicht minder als Fränchen bleich und abgezerrt aus. Alles vergessen zog es ihn zu sich auf den Herd und sagte, »Bist du krank gewesen oder ist es dir auch so schlimm gegangen?« Sali antwortete, »Nein, ich bin gerade nicht krank, außer vor Heimweh nach dir.« bei uns geht es jetzt hoch und herrlich zu. Der Vater hat einen Einzug unter, unter Schleif von auswärtigem Gesindel und ich glaube, soviel ich merke, ist er ein Diebshehler geworden. Deshalb ist jetzt ein, zwei in Hülle und Fülle in unserer Taverne, solange es geht und bis es ein Ende mit Schrecken nimmt. Die Mutter hilft dazu, aus bitterlicher Gier nur etwas im Hause zu sehen und glaubt, den Unfug noch durch eine gewisse Aufsicht und Ordnung annehmlich und nützlich zu machen. Mich fragt man nicht. Ich konnte mich nicht viel darum kümmern, denn ich kann nur an dich denken, Tag und Nacht. Da allerlei Landstreicher bei uns einkehren, so haben wir alle Tage gehört, was bei euch vorgeht, worüber mein Vater sich freut wie ein kleines Kind. Dass dein Vater heute nach dem Spittel gebracht wurde, haben wir auch vernommen. Ich habe gedacht, du werdest jetzt allein sein und bin gekommen, um dich zu sehen. Frännchen klagte ihm jetzt auch alles, was sie drückte und was sie erlitt, aber mit so er mit so leichter zutraulicher zunge als ob sie ein großes glück beschreibe weil sie glücklich war sali neben sich zu sehen sie brachte inzwischen notdürftig ein becken voll warmen kaffee zusammen welchen mit ihr zu teilen sie den geliebten zwang also übermorgen musst du hier weg sagte sali was soll denn um himmels willen werden das weiß ich nicht sagte fränkchen ich werde dienen müssen und in die welt hinaus ich werde es aber nicht aushalten ohne dich und doch kann ich dich nie bekommen auch auch wenn alles andere nicht wäre, bloß weil du meinen Vater geschlagen und um den Verstand gebracht hast. Dies würde immer ein schlechter Grundstein unserer Ehe sein und wir beide nie sorglos werden. Nie. Sali seufzte und sagte: Ich wollte auch schon hundertmal Soldat werden oder mich in einer fremden Gegend als Knecht verdingen, aber ich kann noch nicht fortgehen, solange du hier bist, und hernach wird es mich aufreiben. Ich glaube, das Elend macht meine Liebe zu dir stärker und schmerzhafter, so sodass es um Leben und Tod geht. Ich habe von dergleichen keine Ahnung gehabt. Fränchen sah ihn liebevoll lächelnd an. Sie lehnten sich an die Wand zurück und sprachen nichts mehr, sondern gaben sich schweigend der glückseligen Empfindung hin, die sich über allen Gram erhob, dass sie sich im größten Ernste gut waren und geliebt wüssten. Darüber schliefen sie friedlich ein auf dem unbequemen Herde ohne Kissen und Wiege. Schon graute der Morgen, als Sali zuerst erwachte. Er weckte Fränchen, so sacht er konnte, aber es duckte sich immer wieder an ihn, schlaftrunken, und wollte sich nicht ermuntern. Da küsste er es heftig auf den Mund, und Fränchen fuhr empor, machte die Augen weit auf, und als es Sali erblickte, rief es, »Herr Gott, ich habe eben noch von dir geträumt. Es träumte mir, wir tanzten miteinander auf unserer Hochzeit, lange, lange Stunden, und waren so glücklich, sauber geschmückt, und es fehlte uns an nichts.« da wollten wir uns endlich küssen und dürsteten danach, aber immer zog uns etwas auseinander, und nun bist du es selbst gewesen, der uns gestört und gehindert hat. Aber wie gut, dass du gleich da bist. Gierig fiel es ihm um den Hals und küsste ihn, als ob es kein Ende nehmen sollte. Und was hast du denn geträumt? fragte sie und streichelte ihm Wangen und Kinn. Mir träumte, ich ginge endlos auf einer langen Straße durch einen Wald, und du in der Ferne immer vor mir her. Zuweilen sahst du nach mir um, winktest mir und lachtest, und dann war ich wie im Himmel. Das ist alles. Sie traten unter die offen gebliebene Kirchentüre, die unmittelbar ins Freie führte, und mußten lachen, als sie sich ins Gesicht sahen. Denn die rechte Wange Fränchens und die linke Salis, welche im Schlafe aneinander gelehnt waren, waren von dem Druck ganz rot gefärbt, während die Blässe der anderen durch die kühle Nachtluft noch erhöht war. Sie rieben sich zärtlich die kalte, bleiche Seite über. Ihre Gesichter, um sie auch rot zu machen. Die frische Morgenluft, der tauige, stille Frieden, der über der Gegend lag, das junge Morgenrot, machten sie fröhlich und selbstvergessen, und besonders in Fräntchen schien ein freundlicher Geist der Sorglosigkeit gefahren zu sein. Morgen Abend muß ich also aus diesem Hause fort, sagte es, und ein anderes Obdach suchen. Vorher möchte ich einmal, nur einmal recht lustig sein, und zwar mit dir. Ich möchte recht herzlich und fleißig mit dir tanzen irgendwo denn das tanzen aus dem traume steckt mir immer fort im sinn jedenfalls will ich dabei sein und sehen wo du unterkommst sagte sali und tanzen wollte ich auch gerne mit dir du herziges kind aber wo es ist morgen kirchweih an zwei orten nicht sehr weit von hier erwiderte fränchen da kennt und beachtet man uns weniger draußen am wasser will ich auf dich warten und dann können wir gehen wohin es uns gefällt um uns lustig zu machen einmal einmal nur aber je wir haben ja gar kein geld setzte es traurig hinzu du kannst da kann nichts daraus werden lass nur sagte sali ich will schon etwas mitbringen doch nicht von deinem vater von von dem gestohlenen nein sei nur ruhig ich habe noch meine silberne uhr bewahrt bis dahin die will ich verkaufen ich will dir nicht abraten sagte fränchen errötend denn ich glaube ich müsste sterben wenn ich nicht morgen mit dir tanzen könnte es wäre das beste wir beide könnten sterben sagte sali sie umarmten sich wehmütig und schmerzlich zum abschied und als sie voneinander ließen lachten sie sich doch freudig an in der sicheren hoffnung auf den nächsten tag aber wann willst du denn kommen rief vrentchen noch spätestens um elf uhr mittags erwiderte er wir wollen recht ordentlich zusammen mittagessen gut gut komm lieber um halb elf schon doch als sali schon im gehen war rief sie ihn noch einmal zurück und zeigte ein plötzlich verändertes verzweiflungsvolles gesicht es wird doch nichts daraus, sagte sie bitterlich weinend. Ich habe keine Sonntagsschuhe mehr. Schon gestern habe ich diese groben hier anziehen müssen, um nach der Stadt zu kommen. Ich weiß keine Schuhe aufzubringen. Sali stand ratlos und verblüfft. Keine Schuhe, sagte er. Da musst du halt in diesen kommen. Nein, nein, in denen kann ich nicht tanzen. Nun, so müssen wir welche kaufen. Wo? Mit was? Ei, in Seldwyl. Da gibt es Schuhläden genug. Geld werde ich in minder als zwei Stunden haben. Aber ich kann noch nicht mit dir in Seldwyl herumgehen, und dann wird das Geld nicht langen, auch noch Schuhe zu kaufen. Es muss, und ich will die Schuhe kaufen und morgen mitbringen. O oh, du Närchen, sie werden ja nicht passen, die du kaufst. So gib mir einen alten Schuh mit, oder halt noch besser, ich will dir das Maß nehmen, das wird doch kein Hexenwerk sein. Das Maß nehmen? Wahrhaftig, daran habe ich nicht gedacht. Komm, komm, ich will dir ein Schnürchen suchen. Sie setzte sich wieder auf den Herd, zog den Rock etwas zurück und streifte den Schuh vom Fuße, der noch von der gestrigen Reise her mit einem weißen Strumpfe bekleidet war. Sali kniete nieder und nahm so gut er es verstand das Maß, indem er den zierlichen Fuß der Länge und Breite nach umspannte mit dem Schnürchen und sorgfältig Knoten in dasselbe knüpfte. "Du Schuhmacher", sagte Fränchen und lachte errötend und freundschaftlich zu ihm nieder. Sali wurde auch rot und hielt den Fuß fest in seinen Händen, länger als nötig war, so daß Fränchen ihn, noch tiefer errötend, zurückzog, den verwirrten Sali aber noch einmal stürmisch umhalste und küßte, dann aber fortschickte. Sobald er in der Stadt war, trug er seine Uhr zu einem Uhrmacher, der ihm sechs oder sieben Gulden dafür gab. Für die silberne Kette bekam er auch einige Gulden, und er dünkte sich nun reich genug, denn er hatte, seit er groß war, nie so viel Geld besessen auf einmal. Wenn nur erst der Tag vorüber und der Sonntag angebrochen wäre, um das Glück damit zu erkaufen, das er sich von dem Tage versprach, dachte er, denn wenn das Übermorgen auch um so dunkler und unbekannter hereinragte, so gewann die ersehnte Lustbarkeit von morgen nur einen seltsamen, erhöhten Glanz und Schein. Indessen brachte er die Zeit noch leidlich hin, indem er ein paar Schuhe für Fränchen suchte, und dies war ihm das vergnügste Geschäft, das er je betrieben. Er ging von einem Schuhmacher zum anderen, ließ sich alle Weiberschuhe zeigen, die vorhanden waren, und endlich handelte er ein leichtes und feines Paar ein, so hübsch, wie sie Fränchen noch nie getragen. Er verbarg die Schuhe unter seiner Weste und tat sie die übrige Zeit des Tages nicht mehr von sich. Er nahm sie sogar mit ins Bett und legte sie unter das Kopfkissen. Da er das Mädchen heute früh noch gesehen und morgen wieder sehen sollte, so schlief er fest und ruhig, war aber in aller Frühe munter und begann seinen dürftigen Sonntagsstaat zurechtzumachen und auszuputzen, so gut es gelingen wollte. Es fiel seiner Mutter auf, und sie fragte verwundert, was er vorhabe, da er sich schon lange nicht mehr so sorglich angezogen. Er wolle einmal über Land gehen und sich ein wenig umtun, erwiderte er. Er werde sonst krank in diesem Hause. Das ist mir die Zeit hier, ein Mer Herr, ein merkwürdiges Leben, murmelte der Vater, und ein Herumschleichen. Lass ihn nur gehen, sagte aber die Mutter. Es tut ihm vielleicht gut. Es ist ja ein Elend, wie er aussieht. Hast du Geld zum Spazierengehen? Woher hast du es? sagte der Alte. Ich brauche keines, sagte Sali. Da hast du einen Gulden, versetzte der Alte, und warf ihm denselben hin. Du kannst im Dorf ins Wirtshaus gehen und ihn dort verzehren, damit sie nicht glauben, wir seien hier so übel dran. Ich will nicht ins Dorf und brauche den Gulden nicht. Behaltet ihn nur. So hast du ihn gehabt, es wäre schad, wenn du ihn haben müsstest, du Starkopf, rief Manz und schob seinen Gulden wieder in die Tasche. Seine Frau aber, welche nicht wußte, warum sie heute ihres Sohnes wegen so wehmütig und gerührt war, brachte ihm ein großes schwarzes Mailänder Halstuch mit rotem Rande, das sie nur selten getragen und er schon früher gern gehabt hätte. Er schlang es um den Hals und ließ die langen Zipfel fliegen. Auch stellte er zum ersten Mal den Hemdkragen, den er sonst immer umgeschlagen, ehrbar und männlich in die Höhe bis über die Ohren hinauf, in einer Anwandlung ländlichen Stolzes, und machte sich dann, seine Schuhe in der Brusttasche des Rockes, schon nach sieben Uhr auf den Weg. Als er die Stube verließ, drängte ihn ein seltsames Gefühl, Vater und Mutter die Hand zu geben, und auf der Straße sah er sich noch einmal nach dem Hause um. Ich glaube am Ende, sagte Manz, der Bursche streich irgendeinem Weis We Weibsbild nach. Das hätten wir gerade noch nötig. Die Frau sagte O oh, wollte Gott, dass er vielleicht ein Glück machte, das täte dem armen Buben gut. Richtig, sagte der Mann, das fehlt ihm nicht, das fehlt nicht. Das wird ein himmlisches Glück geben, wenn er nur erst an eine solche Maultasche zu geraten, das Unglück hat. Das täte dem armen Bübchen gut, natürlich. Sali richtete seinen Schritt erst nach dem Flusse zu, wo er Fränchen erwarten wollte. Aber unterwegs ward er andern Sinnes und ging geradezu ins Dorf, um Fränchen im Hause selbst abzuholen, weil es ihm zu lang währte bis halb elf. Was kümmern uns die Leute, dachte er, niemand hilft uns, und ich bin ehrlich und fürchte niemand. So trat er unerwartet in Fränchens Stube, und ebenso unerwartet fand er es schon vollkommen angekleidet und geschmückt dasitzen und, in, und der Zeit harren, wo es gehen könne, nur die Schuhe fehlten ihm noch. Aber Sali stand mit offenem Munde still in der Mitte der Stube, als er das Mädchen erblickte, so schön sah es aus. Es hatte nur ein einfaches Kleid an von blau gefärbter Leinwand, aber dasselbe war frisch und sauber und sah ihm sehr gut um den schlanken Leib. Darüber trug es ein schneeweißes Musseline-Halstuch, und dies war der ganze Anzug. Das braune, gekräuselte Haar war sehr wohl geordnet, und die sonst so wilden Löckchen lagen nun fein und lieblich um den Kopf. Da Fränchen seit vielen Wochen fast nicht aus dem Hause gekommen, so war seine Farbe zarter und durchsichtiger geworden, sowie auch vom Kummer. Aber in dieser Durchsichtigkeit goss jetzt die Liebe und die Freude ein Rot um das andere, und an der Brust trug es einen schönen Blumenstrauß von Rosmarin, Rosen und prächtigen Astern. Er saß am offenen Fenster und atmete still und hold, die frisch durchsonnte Morgenluft. Wie es aber Sali erscheinen sah, streckte es ihm beide hübsche Arme entgegen, welche vom Ellbogen an bloß waren, und rief, »Wie recht hast du, daß du schon jetzt und hierher kommst! Aber hast du mir Schuhe gebracht, gewiß?« nun stehe ich nicht auf, bis ich sie anhabe. Er zog die Gesehnten aus der Tasche und gab sie dem begierigen schönen Mädchen. Es schleuderte die alten von sich, schlüpfte in die neuen und sie passten sehr gut. Erst jetzt erhob es sich vom Stuhl, wiegte sich in den neuen Schuhen und ging eifrig einige Male auf und nieder. Es zog das lange blaue Kleid etwas zurück und beschaute wohlgefällig die roten, wollenden Schleifen, welche die Schuhe zierten, während Sali unaufhörlich die feine, reizende Gestalt betrachtete, welche da in lieblicher Aufregung vor ihm sich regte und freute. »Du schaust meinen Strauß?« sagte Fränkchen. »Hab ich nicht einen schönen zusammengebracht? Du musst wissen, dies sind die letzten Blumen, die ich noch aufgefunden in dieser Wüstenei.« hier war noch ein Röschen, dort eine Aster, und wie sie nun gebunden sind, würde man es ihnen nicht ansehen, dass sie aus einem Untergange zusammengesucht sind. Nun ist es aber Zeit, dass ich fortkomme, nicht ein Blümchen, Blümchen mehr im Garten und das Haus auch leer. Sali sah sich um und bemerkte erst jetzt, dass alle Fahrhabe, die noch da gewesen, weggebracht war. »Du armes Freli«, sagte er, »haben sie dir's schon alles weggenommen?« Gestern, erwiderte es, haben sie's weggeholt, was sich von der Stelle bewegen ließ, und mir kaum mehr mein Bett gelassen. Ich hab's auch gleich verkauft und hab jetzt auch Geld. Sieh! Es holte einige neue glänzende Talerstücke aus der Tasche seines Kleides und zeigte sie ihm. Damit, fuhr es fort, sagte der Waisenvogt, der auch hier war, soll ich mir einen Dienst suchen in einer Stadt, und ich solle mich heute gleich auf den Weg machen. Da ist aber auch gar nichts mehr vorhanden, sagte Sali, nachdem er in die Küche geguckt hatte. »Ich sehe kein Hölzchen, kein Pfännchen, kein Messer. Hast du denn auch nichts zu Morgen gegessen?« »Nichts«, sagte Fränchen, »ich hätte mir etwas holen können, aber ich dachte, ich wolle lieber hungrig bleiben, damit ich recht viel essen könne mit dir zusammen, denn ich freue mich so sehr darauf, du glaubst nicht, wie ich mich freue.« »Wenn ich dich nur anrühren dürfte«, sagte Sali, »so wollte ich dir zeigen, wie es mir ist, du schönes, schönes Ding.« Du hast recht, du würdest meinen ganzen Staat verderben, und wenn wir die Blumen ein bisschen schonen, so kommt es zugleich meinem armen Kopf zugute, den du mir übel zu zuzurichten pflegst. So komm, jetzt wollen wir ausrücken. Noch müssen wir warten, bis das Bett abgeholt wird, denn nachher schließe ich das leere Haus zu und gehe nicht mehr hierher zurück. Mein Bündelchen gebe ich der Frau aufzuheben, die das Bett gekauft hat. Sie setzten sich daher einander gegenüber und warteten. Die Bäuerin kam bald, eine vierschrötige Frau mit lautem Mundwerk, und hatte einen Burschen bei sich, welcher die Bettstelle tragen sollte. Als diese Frau Fränchens Liebhaber erblickte und das geputzte Mädchen selbst, sperrte sie Maul und Augen auf, stemmte die Arme unter, die, unter und schrie, »Ei, sieh da, Freli, du treibst es ja schon gut, hast einen Besucher und bist gerüstet wie eine Prinzess.« »Geld aber«, sagte Fränchen freundlich lachend, "wisst ihr auch, wer das ist?« »Ei, ich denke, das ist wohl der Sali Salimans.« Berg und Tal kommen nicht zusammen, sagt man, aber die Leute. Aber nimm dich doch in Acht, Kind, und denk, wie es euren Eltern ergangen ist. Ei, das hat sich jetzt gewendet und alles ist gut geworden, erwiderte Fränchen lächelnd und freundlich mitteilsam. Ja, beinahe herablassend. Seht, Sali ist mein Hochzeiter. Dein Hochzeiter? Was du sagst. Ja, und er ist ein reicher Herr. Er hat hunderttausend Gulden in der Lotterie gewonnen, Denket einmal, Frau. Dieset tat einen Sprung, schlug ganz erschrocken die Hände zusammen und schrie Hund. Hunderttausend Gulden. Hunderttausend Gulden, versicherte Fränchen ernsthaft. Herr du meines Lebens, es ist aber nicht wahr, du lügst mich an, Kind. Nun, glaubt, was ihr wollt, aber wenn es wahr ist und du heiratest ihn, was wollt ihr denn machen mit dem Gelde? Willst du wirklich eine vornehme Frau werden? Versteht sich, in drei Wochen halten wir die Hochzeit. Geh mir weg, du bist eine hässliche Lügnerin. Das schönste Haus hat er schon gekauft in Seldwyl, mit einem großen Garten und Weinberg. Ihr müsst mich auch besuchen, wenn wir eingerichtet sind. Ich zähle darauf. Allweg, du Teufelshexlein, was du bist. Ihr werdet sehen, wie schön es da ist. Einen herrlichen Kaffee werde ich machen und euch mit feinem Eierbrot aufwarten, mit Butter und Honig. O oh, du Schelmenkind, zähl darauf, dass ich komme. rief die Frau mit lüsternem Gesicht, und der Mund wässerte ihr. Kommt, ihr aber um die Mittagszeit und seid ermüdet vom Markt, so soll euch eine kräftige Fleischbrühe und ein Glas Wein immer parat stehen. Das wird mir Bass tun, und an etwas Zuckerwerk oder weißen Wecken für die lieben Kinder zu Hause soll, ich euch, soll es euch auch nicht fehlen. Es wird mir ganz schmachtend. Ein artiges Halstüchlein oder ein Restchen Seidenzeug oder ein hübsches altes Band für eure Röcke oder ein Stück Zeug zu einer neuen Schürze wird gewiss auch zu finden sein, wenn wir meine Kiste und Kasten durchmustern in einer vertrauten Stunde. Die Frau drehte sich auf den Hacken herum und schüttelte jauchzend ihre Röcke. Und wenn Euer Mann ein vorteilhaftes Geschäft machen könnte mit einem Land oder Viehhandel und er mangelt des Geldes, so wisst ihr, wo Ihr anklopfen sollt. Mein lieber Sali wird froh sein, jederzeit ein Stück Bares sicher und erfreulich anzulegen. Ich selbst werde auch etwas, ein etwa einen Sparpfennig haben, einer vertrauten Freundin beizustehen. Jetzt war der Frau nicht mehr zu helfen, sie sagte gerührt ich habe immer gesagt, du seist ein braves und gutes und schönes Kind, der Herr wolle es dir wohl ergehen lassen, immer und ewiglich, und es dir gesegnen, was du an mir tust. Dagegen verlange ich aber auch, dass ihr es gut mit mir meint, allweg kannst du das verlangen, und dass ihr jederzeit eure Ware, sei es Obst, seines es Kartoffeln, sei es Gemüse, erst zu mir bringet und mir anbietet, ehe ihr auf den Markt gehet, damit ich sicher sei, eine rechte Bäuerin an der Hand zu haben, auf die ich mich verlassen kann was irgendeiner gibt, für die Ware werde ich gewiss auch geben, mit tausend Freuden, ihr kennt mich ja. Ach, es ist nichts Schöneres, als wenn eine wohlhabende Stadtfrau, die so ratlos in ihren Mauern sitzt und doch so vieler Dinge benötigt ist, und eine rechtschaffene, ehrliche Landfrau, erfahren in allem Wichtigen und Nützlichen, eine gute und dauerhafte Freundschaft zusammen haben, es kommt einem zu gut in hundert Fällen, in Freud und Leid, bei Gevatterschaften und Hochzeiten, wenn die Kinder unterrichtet werden und konfirmiert, wenn sie in die Lehre kommen und wenn sie in die Fremde sollen, bei Misswachs und Überschwemmung, bei Feuersbrünsten und Hagelschlag, wofür uns Gott behüte. Wofür uns Gott behüte, sagte die gute Frau schluchzend und trocknete mit ihrer Schürze die Augen. Welch ein verständiges und tiefsinniges Bräutlein bist du! Ja, dir wird es gut gehen, da müsste keine Gerechtigkeit in der Welt sein.« Schön, sauber, klug und weise bist du, arbeitsam und geschickt zu allen Dingen. Keiner ist feiner und besser als du, in und außer dem Dorfe. Und wer dich hat, der muss meinen, er sei im Himmelreich, oder er ist ein Schelm und hat es mit mir zu tun. Hör, Sali, dass du nur rechtartig bist mit, einem, mit meinem Freli, oder ich will dir den Meister zeigen, du Glückskind, dass du bist, ein solches Röslein zu brechen. So nehmt jetzt auch hier noch mein Bündel mit, wie ihr mir versprochen habt, bis ich es abholen lassen werde. Vielleicht komme ich aber selbst in der Kutsche und hole es, hole es ab, wenn ihr nichts dagegen habt. Ein Töpfchen Milch werdet ihr mir nicht absch abschlagen alsdann, und etwa eine schöne Mandeltorte dazu werde ich schon selbst mitbringen. Tausends Kind, gib her den Bündel, Fränchen lud ihr auf das zusammengebundene Bett, das sie schon auf dem Kopfe trug, einen langen Sack, in welchen es sein Plunder und Habseliges gestopft, so daß die arme Frau mit einem schwankenden Turme auf dem Haupte dastand. Es wird mir doch fast zu schwer auf einmal, sagte sie. Könnte ich nicht zweimal dran machen? Nein, nein, wir müssen jetzt augenblicklich gehen, denn wir haben einen weiten Weg, um vornehme Verwandte zu besuchen, die sich jetzt gezeigt haben, seit wir reich sind. Ihr wisst ja, wie es geht. Weiß wohl, so behüt dich Gott und denk an mich in deiner Herrlichkeit die Bäuerin zog ab, mit ihrem Bündelturme, mit Mühen das Gleichgewicht behauptend, und hinter ihr dreien ging ihr Knechtchen, das sich in Fränchens einst bunt bemalte Bettstadt, hineinstellte, den Kopf gegen den mit verblichenen Sternen bedeckten Himmel derselben stemmte, und ein zweiter Simson, die zwei vor deren zierlich geschnitzten Säulen fasste, welche diesen Himmel trugen. Als Fräntchen, an Sali gelehnt, den Zuge nachschaute und den wandelnden Tempel zwischen den Gärten sah, sagte es, das gäbe noch ein artiges Gartenhäuschen oder eine Laube, wenn man's in einen Garten pflanzte, ein Tischchen und ein Bänklein dreinstellte und Winden rum herumsäte. Wolltest du mit darin sitzen, Sali? Ja, Freli, besonders wenn die Winden aufgewachsen wären. Was stehen wir noch? sagte Fränchen. Nichts hält uns mehr zurück. So komm und schließ das Haus zu. Wem willst du denn den Schlüssel übergeben? Fränchen sah sich um. Hier an die Hellbart wollen wir ihn hängen. Sie ist über hundert Jahre in diesem Hause gewesen, habe ich den Vater oft sagen hören, nun steht sie da als letzter Wächter. Sie hing den rostigen Hausschlüssel an einen rostigen Schnörkel der alten Waffe, an welcher die Bohnen rankten, und gingen davon. Fräntchen wurde aber bleicher und verhüllte ein Weilchen die Augen, dass Sali es führen musste, bis sie ein Dutzend Schritte entfernt waren. Es sah aber nicht zurück. Wo gehen wir nun zuerst hin? fragte es. Wir wollen ordentlich über Land gehen, erwiderte Sali, wo es uns freut, den ganzen Tag uns nicht übereilen und gegen Abend werden wir dann schon einen Tanzplatz finden. Gut, sagte Fränchen, den ganzen Tag werden wir beisammen sein und gehen, wo wir Lust haben. Jetzt ist mir aber elend, wir wollen gleich im anderen Dorf einen Kaffee trinken. Versteht sich, sagte Sali, mach nur, dass wir aus diesem Dorf wegkommen. Bald waren sie auch im freien Felde und gingen still nebeneinander durch die Fluren. Es war ein schöner Sonntagmorgen im September. Keine Wolke stand am Himmel, die Höhen und die Wälder waren mit einem zarten Duftgewebe bekleidet, welches die Gegend geheimnisvoller und feierlicher machte. Und von allen Seiten tönten die Kirchenglocken herüber, hier das harmonische tiefe Geläute einer reichen Ortschaft, dort die geschwätzigen zwei Bimmelglöcklein eines kleinen armen Dörfchens. Das liebende Paar vergaß, was am Ende dieses Tages werden sollte, und gab sich einzig der hoch aufatmenden, wortlosen Freude hin, sauber gekleidet und frei, wie zwei Glückliche, die sich von rechts wegen Angehören in den Sonntag hineinzuwandeln. Jeder in der Sonntagsstille verhallende Ton oder ferner Ruf klang ihnen erschütternd durch die Seele, denn die Liebe ist eine Glocke, welche das Entlegenste und Gleichgültigste wiedertönen lässt und in eine besondere Musik verwandelt. Obgleich sie hungrig waren, dünkte sie die halbe Stunde Weges, bis zum nächsten Dorf nur ein Katzensprung lang zu sein, und sie betraten zögernd das Wirtshaus am Eingang des Ortes. Sali bestellte ein gutes Frühstück, und während es bereitet wurde, sahen sie Mäuschen still der sicheren und freundlichen Wirtschaft in der großen, reinlichen Gaststube zu. Der Wirt war zugleich ein Bäcker, das eben gebackene, durchduftete, angenehm das ganze Haus, und Brot aller Art wurde in gehäuften Körben herbeigetragen, da nach der Kirche die Leute hier ihr Weißbrot holten oder ihren Frühschoppen tranken. Die Wirtin, eine artige und saubere Frau, putzte gelassen und freundlich ihre Kinder heraus, und so wie eines entlassen war, kam es zutraulich zu Fränchen gelaufen, zeigte ihm seine Herrlichkeiten und erzählte von allem, dessen es er sich erfreute und rühmte. Wie nun der Wohltun... Wohl duftende, starke Kaffee kam, setzte sich die zwei Leutchen schüchtern an den Tisch, als ob sie da zu Gast gebeten wären. Sie ermuntern sich jedoch bald und flüsterten bescheiden, aber glückselig miteinander. Ach, wie schmeckte dem aufblühenden Fränchen der gute Kaffee, der fette Rahmen, die frischen, noch warmen Brötchen, die schöne Butter und der Honig, der Eierkuchen und was alles noch für Leckerbissen da waren. Sie schmeckten ihm, weil es den Sali noch dazu sah, und es aß so vergnügt, als ob es ein Jahr lang gefastet hätte dazu freute es sich über das feine Geschirr, über die silbernen Kaffeelöffelchen, denn die Wirtin schien sie für rechtliche junge Leutchen zu halten, die man anständig bedienen müsse, und setzte sich auch ab und zu plaudernd zu ihnen, und die beiden gaben ihr verständigen Bescheid, welches ihr gefiel. Es war dem guten Frendchen so wenig zumut, dass es nicht wusste, mochte es lieber wieder ins Freie, um allein mit seinem Schatz herumzuschweifen durch Auen oder Wälder, oder mochte es lieber in der gastlichen Stube bleiben, um wenigstens auf Stunden sich an einem stattlichen Orte zu Hause zu träumen. Doch Sali erleichterte die Wahl, indem er ehrbar und geschäftig zum Aufbruch mahnte, als ob sie einen bestimmten und wichtigen Weg zu machen hätten. Die Wirtin und der Wirt begleiteten sie bis vor das Haus und entließen sie auf das Wohlwollendste wegen ihres guten Benehmens, trotz der durchscheinenden Dürftigkeit, und das arme junge Blut verabschiedete, verabschiedete sich mit den besten Manieren von der Welt und wandelte sittig und ehrbar von hin. Aber auch als sie schon wieder im Freien waren und einen stundenlangen Eichwald betraten, gingen sie noch in dieser Weise nebeneinander her in angenehmer Träume vertieft, als ob sie nicht aus zank und elend erfüllten vernichteten Häusern herkämen, sondern guter Leute Kind wären, welche in lieblicher Hoffnung wandelten. Fräntchen senkte das Köpfchen tief, sinnig gegen seine blumengeschmückte Brust und hing, die Hände sorglich an das Gewand gelegt, einher auf dem glatten feuchten Waldboden. Sali dagegen schritt schlank aufgerichtet, rasch und nachdenklich, die Augen auf die festen Eichenstämme geheftet, wie ein Bauer, der überlegt, welche Bäume er am vorteilhaftesten fällen soll. Endlich erwachten sie aus diesen vergeblichen Träumen, sahen sich an und entdeckten, dass sie immer noch in der Haltung gingen, in welcher sie das Gasthaus verlassen, erröteten und ließen traurig die Köpfe hängen. Aber Jugend hat keine Tugend, der Wald war grün, der Himmel blau und sie allein in der weiten Welt, und sie überließen sich alsbald, alsbald wieder diesem Gefühle, doch blieben sie nicht lange mehr allein, da die schöne Waldstraße sich belebte mit lustwandelnden Gruppen von jungen Leuten sowie mit einzelnen Paaren, welche schäkernd und singend die Zeit nach der Kirche verbrachten. Denn die Landleute haben so gut ihre ausgesuchten Promenaden und Lustwälder wie die Städter, nur mit dem Unterschied, dass dieselben keine Unterhaltung kosten und noch schöner sind. Sie spazieren nicht nur mit einem besonderen Sinn des Sonntags durch ihre blühenden, und reifenden Feldern, Felder, sondern sie machen sehr gewählte Gänge durch Gehölze und an grünen Halden entlang, setzen sie sich hier auf eine anmutige, fernsichtige Höhe, dort an einen Waldrand, lassen ihre Lieder ertönen und die schöne Wildnis ganz behaglich auf sich einwirken. Und da sie dies offenbar nicht zu ihrer Pönitenz tun, sondern zu ihrem Vergnügen, so ist wohl anzunehmen, dass sie Sinn für die Natur haben, auch abgesehen von ihrer Nützlichkeit. Immer brechen sie etwas Grünes ab, junge burschen wie alte mütterchen welche die alten wege ihrer jugend aufsuchen und selbst steife landmänner in den besten geschäftsjahren wenn sie über land gehen schneiden sich gern eine schlanke gerte sobald sie durch einen wald gehen und schälen die blätter ab von denen sie nur oben ein grünes büschel stehen lassen solche rute tragen sie wie ein zepter vor sich hin wenn sie in eine amtsstube oder kanzlei treten so stellen sie die gerte ehrerbietig in einen winkel vergessen aber auch nach den ernstesten Verhandlungen nie, dieselbe säuberlich wieder mitzunehmen und unversehrt nach Hause zu tragen, wo erst dem kleinsten Söhnchen gestattet ist, sie zugrunde zu richten. Als Sali und Fräntchen die vielen Spaziergänger sahen, lachten sie ins Fäustchen und freuten sich, auch gepaart zu sein, schlüpften aber seitwärts auf engere Waldpfade, wo sie sich in tiefen Einsamkeiten verloren. Sie hielten sich auf, wo es sie freute, eilten vorwärts und ruhten nieder, und wie keine Wolke am reinen Himmel stand, trübte auch keine Sorge in diesen Stunden ihr Gemüt. Sie vergaßen, woher sie kamen und wohin sie gingen, und benahmen sich so fein und ordentlich dabei, daß trotz Alch aller frohen Erregung und Bewegung Fränchens niedlicher, einfacher Aufputz so frisch und unversehrt blieb, wie er am Morgen gewesen war. Sali betrug sich auf diesem Wege nicht wie ein beinahe zwanzigjähriger Landbursche oder der Sohn eines verkommenen Schenkwirtes, sondern wie wenn er einige Jahre jünger und sehr wohlerzogen wäre, und es war beinahe komisch, wie er nur immer sein feines, lustiges Fräntchen ansah, voll Zärtlichkeit, Sorgfalt und Achtung. Denn die armen Leutchen mussten an diesem einigen einen Tage, der ihnen vergönnt war, alle Manieren und Stimmungen der Liebe durchleben und sowohl die verlorenen Tage der zarteren Zeit nachholen, als das leidenschaftliche Ende vorausnehmen mit der Hingabe ihres Lebens. So liefen sie sich wieder hungrig und waren erfreut, von der Höhe eines schattenreichen Berges ein glänzendes Dorf vor sich zu sehen, wo sie Mittag halten können, konnten. Sie stiegen rasch hinunter, betraten dann aber ebenso sittsam diesen Ort, wie sie den vorigen verlassen. Es war niemand um den Weg, der sie erkannt hätte, denn besonders Fränchen war die letzten Jahre hindurch gar nicht unter die Leute und noch weniger in andere Dörfer gekommen. Deshalb stellten sie ein wohlgefälliges, ehrsames Pärchen vor, das irgendeinen angelegentlichen Gang tut. Sie gingen ins erste Wirtshaus des Dorfes, wo Sali ein erklägliches Mahl bestellte. Ein eigener Tisch wurde ihnen sonntäglich gedeckt und sie sahen wieder still und bescheiden daran und beguckten die schön getäfelten Wände von gebohntem Nußbaumholz das ländliche, aber glänzende und wohlbestellte Buffet von gleichem Holze und die klaren, weißen Fenstervorhänge. Die Wirtin trat zutulich herzu und setzte ein Geschirr voll frischer Blumen auf den Tisch. »Bis die Suppe kommt«, sagte sie, »könnt ihr, wenn es euch gefällig ist, einstweilen die Augen sättigen an dem Strauße. Allem Anschein nach, wenn es erlaubt ist zu fragen, seid ihr ein junges Brautpaar, das gewiß nach der Stadt geht, um sich morgen kopulieren zu lassen?« Fränkchen wurde rot und wagte nicht aufzusehen. Sali sagte auch nichts und die Wirtin fuhr fort. Nun, ihr seid freilich beide noch wohl jung, aber jung geheiratet lebt lang, sagt man zuweilen, und ihr seht wenigstens hübsch und brav aus und braucht euch nicht zu verbergen. Ordentliche Leute können etwas zu Wege bringen, wenn sie so jung zusammenkommen und fleißig und treu sind. Aber das muss man freilich sein, denn die Zeit ist kurz und doch lang und es kommen viele Tage, viele Tage. Je nun, schön genug sind sie und amüsant dazu, wenn man ganz, ganz gut Haushält damit. Nichts für ungut, aber es freut mich, euch anzusehen, so ein schmuckes Pärchen seid ihr. Die Kellnerin brachte die Suppe, und da sie einen Teil dieser Worte noch gehört und lieber selbst geheiratet hätte, so sah sie Fränchen mit schälen Augen an, welches nach ihrer Meinung so gedeihliche Wege ging. In der Nebenstube ließ die unliebliche Person ihren Unmut frei und sagte zur Wirtin, welche dort zu schaffen hatte, so laut, dass man es hören konnte. Das ist wieder ein rechtes Hundelvölkchen, das, wie es geht und steht, nach der Stadt läuft und sich kopulieren lässt. Ohne einen Pfennig, ohne Freunde, ohne Aussteuer und ohne Aussicht als auf Armut und Bettelei. Wo soll das noch hinaus, wenn solche Dinge heiraten, die die Jüppe noch nicht allein anziehen und keine Suppe kochen können? Ach, der hübsche junge Mensch kann mich nur dauern, der ist schön petschiert mit seiner jungen Gungeline. Psst, willst du wohl schweigen, du hässiges Ding, sagte die Wirtin. Denen lasse ich nichts geschehen. Das sind gewiss zwei recht ordentliche Leutlein aus den Bergen, wo die Fabriken sind. Dürftig sind sie gekleidet, aber sauber. Und wenn sie sich nur gern haben und arbeitsam sind, so werden sie weiterkommen als du mit deinem bösen Maul. Du kannst freilich noch lange warten, bis dich einer abholt, wenn du nicht freundlicher bist, du Essighafen. So genoss das Fräntchen alle Wonnen einer Braut, die zur Hochzeit reiset, die wohlwollende Ansprache und Aufmunterung einer sehr vernünftigen Frau, den Neid einer heiratslustigen, bösen Person, welche aus Ärger den Geliebten lobte und bedauerte, und ein leckeres Mittagsmahl an der Seite, eben dieses Geliebten. Es glühte im Gesicht wie eine rote Nelke, das Herz klopfte ihm, aber es aß und trank, nichtsdestominder mit gutem Appetit und war mit der aufwartenden Kellnerin nur umso artiger konnte aber nicht unterlassen dabei den sali zärtlich anzusehen und mit ihm zu lispeln so daß es diesem auch ganz kraus im gemüt wurde sie saßen indessen lang und gemächlich am tische wie wenn sie zögerten und sich scheuten aus der holden täuschung herauszugehen die wirtin brachte zum nachtisch süßes backwerk und sali bestellte feineren und stärkeren wein dazu welcher vrenchen feurig durch die adern rollte als es ein wenig davon trank aber es nahm sich in acht nippte bloß zuweilen und saß so züchtig und verschämt da wie eine wirkliche braut halb spielte es aus schalkheit diese rolle und aus lust zu versuchen wie es tue halb war es ihm in der tat so zu mut und vor bangigkeit und heißer liebe wollte ihn das herz brechen so daß es ihm zu eng ward innerhalb der vier wände und es zu gehen begehrte es war als ob sie sich scheuten auf dem wege wieder so abseits und allein zu sein denn sie gingen unverabredet auf der Hauptstraße weiter, mitten durch die Leute, und sahen weder rechts noch links. Als sie aber aus dem Dorfe waren und auf das nächstgelegene zugingen, wo Kirchweih war, hing sich Fränchen an Salis Arm und flüsterte mit zitternden Worten, »Sali, warum sollen wir uns nicht haben und glücklich sein? Ich weiß auch nicht, warum«, erwiderte er, und heftete seine Augen an den milden Herbstsonnenschein, der auf den Auen webte, und er mußte sich bezwingen und das Gesicht ganz sonderbar verziehen. Sie standen still, um sich zu küssen, aber es zeigten sich Leute, und sie unterließen es und zogen weiter. Das große Kirchdorf, in dem Kirchweih war, belebte sich schon von der Lust des Volkes. Aus dem stattlichen Gasthofe tönte eine pomphafte Tanzmusik, da die jungen Dörfler bereits um Mittag den Tanz angehoben, und auf dem Platz vor dem Wirtshause war ein kleiner Markt aufgeschlagen, Bestehend aus einigen Tischen mit Süßigkeiten und Backwerk und ein paar Buden mit Flittersaat, um welche sich die Kinder und dasjenige Volk drängten, welches sich einstweilen mehr mit Zusehen begnügte. Sali und Fränchen traten auch zu den Herrlichkeiten und ließen ihre Augen darüber fliegen, denn beide hatten zugleich die Hand in der Tasche und jedes wünschte dem anderen etwas zu schenken, da sie zum ersten und einzigen Male miteinander zu Markt waren. Sali kaufte ein großes Haus von Lebkuchen, das mit Zuckerzeug freundlich geweißt war, mit einem grünen Dach, auf welchem weiße Tauben saßen und aus dessen Schornstein ein Amörchen guckte, als Kaminfeger. An den offenen Fenstern umarmten sich pausbäckige Läutchen mit winzig kleinen roten München, die sich recht eigentlich küßten, da der flüchtige, praktische Maler mit einem Kleckschen gleich zwei München gemacht, die so ineinander verflossen. Schwarze Pünktchen stellten muntere Äuglein vor. Auf der rosenroten Haustür aber waren diese Verse zu lesen. Tritt in mein Haus, O Liebste, doch sei dir unverhehlt. Drin wird allein nach Küssen gerechnet und gezählt. Die Liebste sprach: O Liebster, mich schrecket nichts zurück. Hab alles wohl erwogen, in dir nur lebt mein Glück. Und wenn ich's recht bedenke, kam ich deswegen auch. Nun denn spazier mit Segen herein und üb den Brauch. Ein Herr in einem blauen Frack und eine Dame mit einem sehr hohen Busen komplimentierten sich diesen Versen gemäß in das Haus hinein und links und rechts an die Mauer gemalt. Fräntchen schenkte Sali dagegen ein Herz, auf dessen einer Seite ein Zettelchen klebte mit den Worten Ein süßer Mandelkern steckt in dem Herze hier, Doch süßer als der Mandelkern ist meine Lieb zu dir. Und auf der anderen Seite Wenn du dies Herz gegessen, vergiss dies Sprüchlein nicht, Viel eher als meine Liebe mein braunes Auge bricht. Sie lasen eifrig die Sprüche, und nie ist etwas Gereimtes und Gedrucktes schöner befunden und tiefer empfunden worden als diese Pfefferkuchensprüche. Sie hielten, was sie lasen, in besonderer Absicht auf sich gemacht, so gut schien es ihnen zu passen. Ach, seufzte Frännchen, du schenkst mir ein Haus, ich habe dir auch eines, und erst das wahre geschenkt, denn unser Herz ist jetzt unser Haus, darin wir wohnen, und wir tragen so unsere Wohnung mit uns, wie die Schnecken. Andere haben wir nicht. »Dann sind wir aber zwei Schnecken, von denen jede das Häuschen der anderen trägt«, sagte Sali, und Fränchen erwiderte, desto weniger dürfen wir voneinander gehen, damit jedes seiner Wohnung nah bleibt.« Doch wussten sie nicht, dass sie in ihren Reden eben solche Witze machten, als auf den vielfach geformten Lebkuchen zu lesen waren und fuhren fort, diese süße, einfache Liebesliteratur zu studieren, die da ausgebreitet lag und besonders auf vielfach verzierte, kleine und große Herzen geklebt war. Alles dünkte sich schön und einzig zutreffend, als Fränzchen auf einem vergoldeten Herzen, das wie eine Lyra mit Saiten bespannt war, las: Mein Herz ist wie ein Zitterspiel, rührt man es viel, so tönt es viel. Ward ihm so musikalisch zumut, dass es glaubte, sein eigenes Herz klingen zu hören. Ein Napoleonsbild war da, welches aber auch der Träger eines verliebten Spruches sein musste, denn es stand darunter geschrieben: Groß war der Held Napoleon. Sein Schwert von Stahl, sein Herz von Ton, meine Liebe trägt ein Röslein frei, doch ist ihr Herz wie Stahl so treu. Während sie aber beiderseitig in das Lesen vertieft schien, nahm jedes die Gelegenheit wahr, einen heimlichen Einkauf zu machen. Sali kaufte für Fränchen ein vergoldetes Ringelchen mit einem grünen Glassteinchen und Fräntchen einen Ring von schwarzem Gemshorn, auf welchem ein goldenes Vergissmeinnicht eingelegt war. Wahrscheinlich hatten sie den gleichen Gedanken, sich diesen armen Zeichen bei der Trennung zu geben. Während sie in diese Dinge sich versenkten, waren sie so vergessen, dass sie nicht bemerkten, wie nach und nach ein weiterer Ring sich um sie gebildet hatte von Leuten, die sie aufmerksam und neugierig betrachteten. Denn da viele junge Burschen und Mädchen aus ihrem Dorfe hier waren, so waren sie erkannt worden, und alles stand jetzt in einiger Entfernung um sie herum und sah mit Verwunderung auf das wohlgeputzte Paar, welches in andächtiger Innigkeit die Welt um sich her zu vergessen schien. Ei, seht, hieß es, das ist ja wahrhaftig das Fränkchen Marti, und der Sali aus der Stadt, die haben sich ja säuberlich gefunden und verbunden. Und welche Zärtlichkeit und Freundschaft, seht doch, seht, wo die wohl hinaus wollen? Die Verwunderung dieser Zuschauer war ganz seltsam gemischt aus Mitleid mit dem Unglück, aus Verachtung der Verkommenheit und Schlechtigkeit der Eltern und aus Neid gegen das Glück und die Einigkeit des Paares, welches auf eine ganz ungewöhnliche und fast vornehme Weise verliebt und aufgeregt war, und in, die in dieser rückhaltslosen Hingebung und Selbstvergessenheit dem rohen Völkchen ebenso fremd erschien wie in seiner Verlassenheit und Armut. Als sie daher endlich aufwachten und um sich sahen, erschauten sie nichts als gaffende Gesichter von allen Seiten. Niemand grüßte sie, und sie wussten nicht, sollten sie jemand grüßen, und diese Verfremdung und Unfreundlichkeit war von beiden Seiten mehr Verlegenheit als Absicht. Es wurde Fränchen bang und heiß, es wurde bleich und rot, Sali nahm es aber bei der Hand und führte das arme Wesen hinweg, das ihm mit seinem Haus in der Hand willig folgte, obgleich die Trompeten im Wirtshause lustig schmetterten und Fräntchen so gern tanzen wollte. Hier können wir nicht tanzen, sagte Sali, als sie sich etwas entfernt hatten. Wir würden hier wenig Freude haben, wie es scheint. Jedenfalls, sagte Frännchen traurig, es wird auch am besten sein, wir lassen es ganz bleiben, und ich sehe, wo ich ein Unterkommen finde. Nein, rief Sali, du sollst einmal tanzen, ich habe dir darum Schuhe gebracht. Wir wollen gehen, wo das arme Volk sich lustig macht, zu dem wir jetzt auch gehören, da werden sie uns nicht verachten. Im Paradiesgärtchen wird jedes Mal auch getanzt, wenn wir hier Kirchweih ist. Da es in die Kirchgemeinde gehört, und dorthin wollen wir gehen. Dort kannst du zur Not auch übernachten. Fränkchen schauerte zusammen bei dem Gedanken, nun zum ersten Mal an einem unbekannten Ort zu schlafen. Doch folgte es, willenslos, seinem Führer, der jetzt alles war, was es in der Welt hatte das paradiesgärtlein war ein schön gelegenes wirtshaus in einer einsamen berghalde das weit über das land wegsah in welchem aber an solchen vergnügungstagen nur das ärmere volk die kinder der ganz kleinen bauern und tagelöhner und sogar mancherlei fahrendes gesinde verkehrte vor hundert Jahren war es als ein kleines Landhaus von einem reichen Sonderling gebaut worden, nach welchem niemand mehr da wohnen mochte, und da der Platz sonst zu nichts zu gebrauchen war, so geriet der wunderliche Landsitz in Verfall und zuletzt in die Hände eines Wirtes, der da sein Wesen trieb. Der Name und die demselben entsprechenden Bauart war aber dem Hause geblieben. Es bestand nur aus einem Erdgeschoss, über welchem ein offener Estricht gebaut war, dessen Dach an den vier Ecken von Bildern aus Sandstein getragen wurde, so die vier Erzengel vorstellten und gänzlich verwittert waren. Auf dem Gesimse des Daches saßen ringsherum kleine musizierende Engel mit dicken Köpfen und Bäuchen, den Triangel, die Geige, die Flöte, Zimbel und Tamburin spielend, ebenfalls aus Sandstein und die Instrumente waren ursprünglich vergoldet gewesen. Die Decke inwendig sowie die Brustwehr des Estrichs und das übrige Gemäuer des Hauses waren mit verwaschenen Freskomalereien bedeckt, welche lustige Engelsscharen sowie singende und tanzende Heilige darstellten. Aber alles war verwischt und undeutlich wie ein Traum und überdies reichlich mit Weinreben übersponnen, und blaue reifende Trauben hin hingen überall an dem Laube, um das Haus herum standen verwilderte Kastanienbäume und knorrige, starke Rosenbüsche. Auf eigene Hand fortlebend wuchsen da und dort so wild herum wie anderswo die Holunderbäume. Der Estrich diente zum Tanzsaal. Als Sali mit Fränchen daherkam, sahen sie schon von weitem die Paare unter dem offenen Dache sich drehen, und rund um das Haus zechten und lärmten eine Menge lustiger Gäste. Fränchen, welches andächtig und wehmütig sein Liebeshaus trug, glich einer heiligen Kirchenpatronin auf alten Bildern, welche das Modell eines Domes oder Klosters auf der Hand hält, so sie gestiftet, aber aus der frommen Stiftung, die ihm im Sinne lag, konnte nichts werden. Als es aber die wilde Musik hörte, welche vom Estricht ertönte, vergaß es sein Leid und verlangte endlich nichts, als mit Sali zu tanzen. Sie drängten sich durch die Gäste, die vor dem Hause saßen und in der Stube, verlumpte Leute aus Seldwyder, die eine billige Landpartie machten, armes Volk von allen Enden, und stiegen die Treppe hinauf, und sogleich drehten sie sich im Walzer herum, keinen Blick voneinander abwendend. Erst als der Walzer zu Ende sahen sie sich um. Fräntchen hatte sein Haus zerdrückt und zerbrochen und wollte eben betrübt darüber werden, als es noch mehr erschrak über den schwarzen Geiger, in dessen Nähe sie standen. Er saß auf einer Bank, die auf einem Tische stand, und sah so schwarz aus wie gewöhnlich. Nur hatte er heute einen grünen Tannenbusch auf sein Hütchen gesteckt. Zu seinen Füßen hatte er eine Flasche Rotwein und ein Glas stehen, welche er nie umstieß, obgleich er fortwährend mit den Beinen strampelte, wenn er geigte, und so eine Art von Eiertanz damit vollbrachte. Neben ihm saß noch ein schöner, aber trauriger junger Mensch mit einem Waldhorn, und ein buckliger stand an einer Bassgeige. Sali erschrak auch, als er den Geiger erblickte. Dieser grüßte sie aber auf das Freundlichste und rief: "Ich habe doch gewusst, dass ich euch noch einmal aufspielen werde. So macht euch nur recht lustig, ihr Schätzchen, und tut mir Bescheid." Er bot Sali das volle Glas und Sali trank und tat ihm Bescheid. Als der Geiger sah, wie erschrocken Fränchen war, suchte er ihm freundlich zuzureden und machte einige fast anmutige Scherze, die es zum Lachen brachten. Es ermunterte sich wieder, und nun waren sie froh, hier einen Bekannten zu haben und gewissermaßen unter dem besonderen Schutze des Geigers zu stehen. Sie tanzten nun ohne Unterlass, sich und die Welt vergessend in einem Drehen, Singen und Lärmen, welches in und außer dem Hause rumorte, rumorte und vom Berge weit in die Gegend hinausschallte, welches sich allmählich in den silbernen Duft des Her Herbstabends hüllte. Sie tanzten, bis es dunkelte und der größere Teil der lustigen Gäste sich schwankend und johlend nach allen Seiten entfernte. Was noch zurückblieb, war das eigentliche Hundelvölkchen, welches nirgends zu Hause war und sich zum guten Tag auch noch eine gute Nacht machen wollte. Unter diesen waren einige, welche mit dem Geiger gut bekannt schienen und fremdartig aussahen in ihrer zusammengewürfelten Tracht. Besonders ein junger Bursche fiel auf, der eine grüne Manchesterjacke trug. Und einen zerknitterten Strohhut, um den er einen Kranz von Ebereschen oder Vogelbeerbüscheln gebunden hatte. Dieser führte eine wilde Person mit sich, die einen Rock von kirschrotem, weißgetüpfeltem getüpfeltem Cartoon trug und sich einen Reifen von Rebenschossen um den Kopf gebunden hatte, so daß an jeder Schläfe eine blaue Traube hing. Dies Paar war das Ausgelassenste von allen, tanzte und sang unermüdlich und war in allen Ecken zugleich. Dann war noch ein schlankes, hübsches Mädchen da, welches ein schwarz abgeschossenes Kleid trug und ein weißes Tuch um den Kopf, das der Zipfel über den Rücken fiel. Das Tuch zeigte rote, eingewobene Streifen und war eine gute leinene Handzwehle oder Servierte. Darunter leuchteten aber ein paar veilchenblaue Augen hervor. Um den Hals und auf der Brust hing eine sechsfache Kette von Vogelbeeren auf einen Faden gezogen und ersetzte die schönste Korallenschnur. Diese Gestalt tanzte fortwährend allein mit sich selbst und verweigerte hartnäckig, mit einem der Gesellen zu tanzen. Nichtsdestominder bewegte sie sich anmutig und leicht herum und lächelte jedes Mal, wenn sie sich an dem traurigen Waldhornbläser vorüberdrehte, wozu dieser immer den Kopf abwandte. Noch einige andere vergnügte Frauensleute waren da mit ihren Beschützern, alle von dürftigem Aussehen, aber sie waren umso lustiger und in bester Eintracht untereinander. Als es gänzlich dunkel war, wollte der Wirt keine Lichter anzünden, da er behauptete, der Wind lösche sie aus. Auch ginge der Vollmond sogleich auf, und für das, was ihm diese Herrschaften einbrächten, sei das Mondlicht gut genug. Diese Eröffnung wurde mit großem Wohlgefallen aufgenommen. Die ganze Gesellschaft stellte sich an die Brüstung des luftigen Saales und sah dem Aufgange des Gestirns entgegen, dessen Röte schon am Horizonte stand. Und sobald der Mond aufging und sein Licht quer durch den Estricht, des Paradiesgärtels warf, tanzten sie im Mondschein weiter. Und zwar so still, artig und seelenvergnügt, als ob sie im Glanze von hundert Wachskerzen tanzten. Das seltsame Licht machte alle vertrauter, und so konnten Sali und Fränchen nicht umhin, sich unter die gemeinsame Lustbarkeit zu mischen und auch mit anderen zu tanzen. Aber jedes Mal, wenn sie ein Weilchen getrennt gewesen, flogen sie zusammen und feierten ein Wiedersehen, als ob sie sich jahrelang gesucht und endlich gefunden. Sali machte ein trauriges und unmutiges Gesicht, wenn er mit einer anderen tanzte, und drehte fortwährend das Gesicht nach Fränzchen hin, welches ihn nicht ansah, wenn es vorüberschwehte, glühte wie eine Purpurrose und überglücklich schien, mit wem sie auch tanzte. Bist du eifersüchtig, Sali? fragte es ihn, als die Musikanten müde waren und aufhörten. Gott bewahre, sagte er, ich wüßte nicht, wie ich es anfangen sollte. Warum bist du denn so bös, wenn ich mit anderen tanze? Ich bin nicht darüber bös, sondern weil ich mit anderen tanzen muss. Ich kann kein anderes Mädchen ausstehen. Es ist mir, als wenn ich ein Stück Holz im Arm habe, wenn du es nicht bist. Und du? Wie geht es dir? Oh, ich bin immer wie im Himmel, wenn ich nur tanze und weiß, dass du zugegen bist. Aber ich glaube, ich würde sogleich tot umfallen, wenn du weggingest und mich da ließest. Sie waren hinabgegangen und standen vor dem Hause. Fränkchen umschloss ihn mit beiden Armen, schmiegte seinen schlanken, zitternden Leib an ihn, drückte seine glühende Wange, die von heißen Tränen feucht war, an sein Gesicht und sagte schluchzend: Wir können nicht zusammen sein, und doch kann ich nicht von dir lassen, nicht einen Augenblick mehr, nicht eine Minute. Sali umarmte und drückte das Mädchen heftig an sich und bedeckte es mit Küssen. Seine verwirrten Gedanken rangen nach einem Ausweg, aber er sah keinen wenn auch das Elend und die Hoffnungslosigkeit seiner Herkunft zu überwinden gewesen wären, so war seine Jugend und unerfahrene Leidenschaft nicht beschaffen, sich eine lange Zeit der Prüfung und Entsagung vorzunehmen und zu überstehen, und dann wäre erst noch fränchens Vater da gewesen, welchen er zeitlebens elend gemacht. Das Gefühl, in der bürgerlichen Welt nur in einer ganz ehrlichen und gewissensfreien Ehe glücklich sein zu können, war in ihm ebenso lebendig wie in Fränchen. Und in beiden verlassenen Wesen war es die letzte Flamme der Ehre, die in früheren Zeiten in ihren Häusern geglüht hatte, und welche die sich sicher fühlenden Väter durch einen unscheinbaren Missgriff ausgeblasen und zerstört hatten, als sie, eben diese Ehre zu öffnen, wehnend durch Vermehrung ihres Eigentums, so gedankenlos sich das Gut eines Verschollenen aneigneten, ganz gefahrlos, wie sie meinten. Das geschieht nun freilich alle Tage. Aber zuweilen stellt das Schicksal ein Exempel auf und lässt zwei solche Äufner ihrer Hausehre und ihres Gutes zusammentreffen, die sich dann unfehlbar aufreiben und auffressen wie zwei wilde Tiere. Denn die Meere des Reiches verrechnen sich nicht nur auf den Thron, sondern zuweilen auch in den niedersten Hütten und langen ganz am entgegengesetzten Ende an, als wohin sie zu kommen trachteten, und der Schild der Ehre ist im Umsehen eine Tafel der Schande. Sally und Frändchen hatten aber noch die Ehre ihres Hauses gesehen, in zarten Kinderjahren, und erinnerten sich, wie wohlgepflegte Kinderchen sie gewesen und dass ihre Väter ausgesehen wie andere Männer, geachtet und sicher. Dann waren sie auf lange getrennt worden, und als sie sich wiederfanden, sahen sie in sich zugleich das verschwundene Glück des Hauses, und beider Neigung klammerte sich nur umso heftiger ineinander. Sie mochten so gern fröhlich und glücklich sein. Aber nur auf einem guten Grund und Boden, und in dieser schien ihnen unerreichbar, während ihr wallendes Blut am liebsten gleich zusammengeströmt wäre. Nun ist es Nacht, rief Fränkchen, und wir sollen uns trennen. Ich soll nach Hause gehen und dich allein lassen? rief Sali. Nein, das kann ich nicht. Dann wird es Tag werden und nicht besser um uns stehen. Ich will euch einen Rat geben, ihr närrischen Dinger, tönte eine schrille Stimme hinter ihnen, und der Geiger trat vor sie hin. Da steht ihr, sagt er, wisst nicht wo hinaus und hättet euch gern. Ich rate euch, nehmt euch, wie ihr seid, und säumet nicht. Kommt mit mir und meinen guten Freunden in die Berge, da braucht ihr keinen Pfarrer, kein Geld, keine Schriften, keine Ehre, kein Bett, nichts als euren guten Willen. Es ist gar nicht so übel bei uns, gesunde Luft und genug zu essen, wenn man tätig ist. Die grünen Wälder sind unser Haus, wo wir uns lieb haben, wie es uns gefällt. Und im Winter machen wir uns die wärmsten Schlupfwinkel oder kriechen den Bauern ins warme Heu. Also kurz entschlossen, haltet gleich hier Hochzeit und kommt mit uns. Dann seid ihr aller Sorgen los und habt euch für immer und ewiglich, solange es euch gefällt wenigstens. Denn alt werdet ihr bei unserem freien Leben, das könnt ihr glauben. Denkt nicht etwa, dass ich euch nachtragen will, was euer Alten an mir getan. Nein, es macht mir zwar Vergnügen, euch da angekommen zu sehen, wo ihr seid. Allein damit bin ich zufrieden und werde euch behilflich und dienstfertig sein, wenn ihr mir folgt. Er sagte das wirklich in einem aufrichtigen und gemütlichen Tone. Nun, besinnt euch ein bisschen, aber folget mir, wenn ich euch gut zum Rat bin. Lasst fahren die Welt und nehmet euch und fraget niemandem was nach. Denkt an das lustige Hochzeitbett im tiefen Wald oder auf einem Heustock, wenn es euch zu kalt ist. Damit ging er ins Haus. Fräntchen zitterte in Salis Arm und dieser sagte, was meinst du dazu? Mich dünkt, es wäre nicht übel, die ganze Welt in den Wind zu schlagen und uns dafür zu lieben, ohne Hindernis und Schranken. Er sagte es aber mehr als einen verzweifelten Scherz, denn im Ernst. Fräntchen aber erwiderte ganz treuherzig und küßte ihn. Nein, dahin möchte ich nicht gehen, denn da geht es auch nicht nach meinem Sinne zu. Der junge Mensch mit dem Waldhorn und das Mädchen in einem seidenen Rock gehören auch so zueinander und sollen sehr verliebt gewesen sein nun sei letzte Woche die Person ihn zum ersten Mal untreu geworden, was ihm nicht in den Kopf wolle, und deshalb sei er so traurig und schmolle mit ihr und mit den anderen, die ihn auslachen. Sie aber tut eine mutwillige Buße, indem sie allein tanzt und mit niemandem spricht und lacht ihn auch nur aus damit. Dem armen Musikanten sieht man es jedoch an, dass er sich noch heute mit ihr versöhnen wird. Wo es aber so hergeht, möchte ich nicht sein, denn nie möchte ich dir untreu werden, wenn ich auch sonst noch alles ertragen würde, um dich zu besitzen. Indessen aber fieberte das arme Fränchen immer heftiger an Salis Brust. Denn schon seit dem Mittag, wo jene Wirtin es für eine Braut gehalten und es eine solche ohne Widerrede vorgestellt, lohte ihm das Brautwesen im Blute. Und je hoffnungsloser es war, um so milder, um so wilder und unbezwinglicher. Dem Sali erging es ebenso schlimm, da die Reden des Geigers, so wenig er ihnen folgen mochte, dennoch seinen Kopf verwirrten, und er sagte mit ratlos stockender Stimme Komm herein, wir müssen wenigstens noch was essen und trinken. Sie gingen in die Gaststube, wo niemand mehr war als die kleine Gesellschaft der Heimatlosen, welche bereits um einen Tisch saß und eine spärliche Mahlzeit hielt. Da kommt unser Hochzeitspaar, rief der Geiger, jetzt seid lustig und fröhlich und lasst euch zusammengeben. Sie wurden an den Tisch genötigt und flüchteten sich vor sich selbst an denselben hin. Sie waren froh, nur für den Augenblick unter Leuten zu sein. Sali bestellte Wein und reichlichere Speisen, und es begann eine große Fröhlichkeit. Der Schmollende hatte sich mit der Untreuen versöhnt, und das Paar liebkoste sich in begieriger Seligkeit. Das andere wilde Paar sang und trank und ließ es ebenfalls nicht an Liebesbezeugungen fehlen, und der Geiger nebst dem buckligen Bassgeiger lärmten ins Blaue hinein. Sali und Fränchen waren still und hielten sich umschlungen. Auf einmal gebot der Geiger Stille und führte eine spaßhafte Zeremonie auf, welche eine Trauung vorstellen sollte. Sie mussten sich die Hände geben, und die Gesellschaft stand auf und trat der Reihe nach zu ihnen, um sie zu beglückwünschen und in ihrer Verbrüderung willkommen zu heißen. Sie ließen es geschehen, ohne ein Wort zu sagen, und betrachteten es als einen Spaß, während es sie doch kalt und heiß durchschauderte. Die kleine Versammlung wurde jetzt immer lauter und aufgeregter angefeuert durch den stärkeren Wein, bis plötzlich der Geiger zum Aufbruch mahnte. Wir haben weit, rief er, und Mitternacht ist vorüber. Auf, wir wollen dem Brautpaar das Kleid geben, und ich will vorausgeigen, dass es eine Art hat. Da die ratlosen Verlassenen nichts Besseres wussten und überhaupt ganz verwirrt waren, ließen sie abermals geschehen, dass man sie voranstellte und die übrigen zwei Paare einen Zuge hinter ihnen formierten, welchen der Bucklige Abschloß mit seiner Bassgeige über der Schulter. Der Schwarze zog voraus und spielte auf seiner Geige wie besessen den Berg hinunter, und die anderen lachten, sangen und sprangen hintendrein. So strich der tolle nächtliche Zug durch die stillen Felder und durch das Heimatdorf Salis und Fränchens, dessen Bewohner längst schliefen. Als sie durch die stillen Gassen kamen und an ihren verlorenen Vaterhäusern vorüber, ergriff sie eine schmerzhaft wilde Laune, und sie tanzten mit den anderen um die Wette hinter dem Geiger her, küßten sich, lachten und weinten. Sie tanzten auch den Hügel hinauf, über welchen der Geiger sie führte, wo die drei Äcker lagen, und oben strich der schwärzliche Kerl die Geige noch einmal so wild, sprang und hüpfte wie ein Gespenst, und seine Gefährten blieben nicht zurück in der Ausgelassenheit, so daß es ein wahrer Blocksberg war, auf der stillen Höhe. Selbst der Bucklige sprang keuchend mit seiner Last herum, und keines schien mehr das andere zu sehen. Sali faßte Fränchen fester in den Arm und zwang es, stillzustehen denn er war zuerst zu sich gekommen. Er küßte es, damit es schweige, heftig auf den Mund, da es sich ganz vergessen hatte und laut sang. Es verstand ihn endlich, und sie standen still und lauschend, bis ihr tobendes Hochzeitsgeleite das Feld entlanggerast war und, ohne sie zu vermissen, am Ufer des Stromes hinauf sich verzog. Die Geige, das Gelächter der Mädchen und die Jauchzer der Bursche tönten aber noch eine gute Zeit durch die Nacht, bis zuletzt alles verklang und still wurde. »Diesen sind wir entflohen,« sagte Sali. »Aber wie entfliehen wir uns selbst? Wie meiden wir uns?« Frennchen war nicht imstande zu antworten und lag hoch aufatmend an seinem Halse. »Sollte ich dich nicht lieber ins Dorf zurückbringen und Leute wecken, dass sie dich aufnehmen? Morgen kannst du ja dann deines Weges ziehen und gewiss wird es dir wohl ergehen. Du kommst überall fort.« »Fortkommen ohne dich. Du musst mich vergessen.« »Das werde ich nie. Könntest denn du es tun?« Darauf kommt's nicht an, mein Herz, sagte Sali und streichelte ihm die heißen Wangen, je nachdem es sie leidenschaftlich an seiner Brust herumwarf. Es handelt sich jetzt nur um dich, du bist noch so ganz jung, und es kann dir noch auf allen Wegen gut gehen. Und dir nicht auch, du alter Mann? Komm, sagte Sali und zog es fort. Aber sie gingen nur einige Schritte und standen wieder still, um sich bequemer zu umschlingen und zu herzen. Die Stille der Welt sang und musizierte ihn durch die Seelen. Man hörte nur den Fluss unten sacht und lieblich rauschen im langsamen Ziehen. Wie schön ist es da ringsherum? Hörst du nicht etwas tönen, wie ein schöner Gesang oder ein Geläute? Es ist das Wasser, das rauscht. Sonst ist alles still. Nein, es ist noch etwas anderes. Hier, dort hinaus, überall tönt's. Ich glaube, wir hören unser eigenes Blut in unseren Ohren rauschen. Sie horchten ein Weilchen auf diese eingebildeten oder wirklichen Töne welche von der großen Stille herrührten oder welche sie mit den magischen Wirkungen des Mondlichtes verwechselten, welches nah und fern über die weißen Herbstnebel wallte, welche tief auf den Gründen lagen. Plötzlich fiel Fränchen etwas ein. Es suchte in seinem Brustgewand und sagte Ich habe dir noch ein Andenken gekauft, das ich dir geben wollte. Und es gab ihm den einfachen Ring und steckte ihm denselben selbst an den Finger. Sali nahm sein Ringlein auch hervor und steckte ihn an Fränchens Hand, indem er sagte, so haben wir die gleichen Gedanken gehabt. Frännchen hielt seine Hand in das bleiche Silberlicht und betrachtete den Ring. Ei, wie ein feiner Ring, sagte es lachend. Nun sind wir aber doch verlobt und versprochen. Du bist mein Mann und ich deine Frau. Wir wollen es einmal einen Augenblick lang denken. Nur bis jener Nebelstreif am Mond vorüber ist oder bis wir zwölf gezählt haben. Küsse mich zwölfmal. Sali liebte gewiß ebenso stark als Frännchen. Aber die Heiratsfrage war in ihm doch nicht so leidenschaftlich lebendig, als ein bestimmtes Entweder- oder, als ein unmittelbares Sein oder Nichtsein, wie in Fränchen, welches nur das eine zu fühlen fähig war und mit leidenschaftlicher Entschiedenheit unmittelbar Tod oder Leben darin sah. Aber jetzt ging ihm endlich ein Licht auf, und das weibliche Gefühl des jungen Mädchens ward in ihm auf der Stelle zu einem wilden und heißen Verlangen, und eine glühende Klarheit erhellte ihm die Sinne so heftig er fränchen schon umarmt und liebkost hatte tat er es jetzt doch ganz anders und stürmischer und übersehte es mit küssen fränchen fühlte trotz aller eigenen leidenschaft auf der stelle diesen wechsel und ein heftiges zittern durchfuhr sein ganzes wesen aber ehe jener nebelstreif am monde vorüber war war es auch davon ergriffen im heftigen Schmeicheln und Ringen begegneten sich ihre ringgeschmückten Hände und faßten sich fest, wie von selbst eine Trauung vollziehend, ohne den Befehl eines Willens. Salis Herz klopfte bald wie mit Hämmern, bald stand es still. Er atmete schwer und sagte leise, »Es gibt eines für uns, Frännchen. Wir halten Hochzeit zu dieser Stunde und gehen dann aus der Welt. Dort ist das tiefe Wasser, dort scheidet uns niemand mehr, und wir sind zusammen gewesen, ob kurz oder lang. Das kann es dann gleich sein. Frännchen sagte sogleich Sali, was du da sagst, habe ich schon lang bei mir gedacht und ausgemacht, nämlich dass wir sterben könnten und dann alles vorbei wäre. So schwör mir es, dass du es mit mir tun willst. Es ist schon so gut wie getan, es nimmt dich niemand mehr aus meiner Hand als der Tod, rief Sali außer sich. Frännchen aber atmete hoch auf, Tränen der Freude entströmten seinen Augen, es raffte sich auf und sprang leicht wie ein Vogel über das Feld gegen den Fluss hinunter. Sali eilte ihm nach, denn er glaubte, es wollte ihm entfliehen, und Fräntchen glaubte, er wolle es zurückhalten. So sprangen sie einander nach, und Fräntchen lachte wie ein Kind, welches sich nicht will fangen lassen. Bereust du es schon? rief eines zum andern, als sie am Flusse angekommen waren und sich ergriffen. Nein, es freut mich immer mehr, erwiderte ein jedes aller Sorgen ledig, gingen sie am Ufer hinunter und überholten die eilenden Wasser, so hastig suchten sie eine Stätte, um sich niederzulassen, denn ihre Leidenschaft sah jetzt nur den Rausch der Seligkeit, der in ihrer Vereinigung lag, und der ganze Wert und Inhalt des übrigen Lebens drängte sich in diesem zusammen. Was danach kam, Tod und Untergang, war ihnen ein Hauch, ein Nichts, und sie dachten weniger daran, als ein Leichtsinniger denkt, wie er den andern Tag leben will, wenn er seine letzte Habe verzehrt. Meine Blumen gehen mir voraus, rief vrennchen Sieh, sie sind ganz dahin und verwelkt. Es nahm sie von der Brust, warf sie ins Wasser und sang laut dazu: Doch süßer als ein Mandelkern ist meine Lieb zu dir. Halt, rief Sali, hier ist dein Brautbett. Sie waren an einen Fahrweg gekommen, der vom Dorfe her an den Fluss führte, und hier war eine Landungsstelle, wo ein großes Schiff, hoch mit Heu beladen, angebunden lag. In wilder Laune begann er unverweilt, die starken Seile loszubinden. Fräntchen fiel ihm lachend in den Arm und rief Was willst du tun? Wollen wir den Bauern ihr Heuschiff stehlen zu guter Letzt? Das soll die Aussteuer sein, die sie uns geben, eine schwimmende Bettstelle und ein Bett, wie noch keine Braut gehabt. Sie werden überdies ihr Eigentum unten wiederfinden, wo es ja doch hin soll, und werden nicht wissen, was damit geschehen ist. Sieh, schon schwankt es und will hinaus. Das Schiff lag einige Schritte vom Ufer entfernt, im tiefen Wasser. Sali hob Fränchen mit seinen Armen hoch empor und schritt durch das Wasser gegen das Schiff, aber es liebkoste ihn so heftig ungebärdig und zappelte wie ein Fisch, dass er im ziehenden Wasser keinen Stand halten konnte. Es strebte Gesicht und Hände ins Wasser zu tauchen und rief, »Ich will auch das kühle Wasser versuchen. Weißt du noch, wie kalt und nass unsere Hände waren, als wir sie uns zum ersten Mal gaben? Fische fingen wir damals, jetzt werden wir selber Fische sein, und zwei schöne große. Sei ruhig, du lieber Teufel, sagte Sali, der Mühe hatte, zwischen dem tobenden Liebchen und den Wellen sich aufrecht zu halten. Es zieht mich sonst fort. Er hob seine Last in das Schiff und schwang sich nach. Er hob sie auf, der Hoch, auf die hochgebettete, weiche und duftende Ladung und schwang sich auch hinauf. Und als sie oben saßen, trieb das Schiff allmählich in die Mitte des Stromes hinaus und schwamm dann, sich langsam drehend zu Tal. Der Fluss zog bald durch hohe, dunkle Wälder, die ihn überschatteten, bald durch offenes Land, bald an stillen Dörfern vorbei, bald an einzelnen Hütten. Hier geriet er in eine Stille, dass er einem ruhigen See glich und das Schiff beinahe stillhielt. Dort strömte er um Felden und ließ die schlafenden Ufer schnell hinter sich. Und als die Morgenröte aufstieg, tauchte zugleich eine Stadt mit ihren Türmen aus dem silbergrauen Strome. Der untergehende Mond, rot wie Gold, legte eine glänzende Bahn den Strom hinauf, und auf dieser kam das Schiff langsam überquergefahren. Als es sich der Stadt näherte, glitten im Froste des Herbstmorgens zwei bleiche Gestalten, die sich fest umwandten, von der dunklen Masse herunter in die kalten Fluten. Das Schiff legte sich eine Weile nachher unbeschädigt an eine Brücke und blieb da stehen. Als man später unterhalb der Stadt die Leichen fand und ihre Herkunft ausgemittelt hatte, war in den Zeitungen zu lesen, zwei junge Leute, die Kinder zweier blutarmen, zugrunde gegangenen Familien, welche in unversöhnlicher Feindschaft lebten, hätten im Wasser den Tod gesucht, nachdem sie einen ganzen Nachmittag herzlich miteinander getanzt und sich belustigt auf einer Kirchwei. Es sei dies Ereignis vermutlich in Verbindung zu bringen mit einem Heuschiff aus jener Gegend, welches ohne Schiffsleute in der Stadt gelandet sei, und man nehme an, die jungen Leute haben das Schiff verwendet, um darauf ihre verzweifelte und gottverlassene Hochzeit zu halten. Abermals ein Zeichen von der um sich greifenden Entsittlichung und Verwilderung der Leidenschaften. Das war Romeo und Julia auf dem Dorfe von Gottfried Keller. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Lasst ein Like da, Kommentar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.